begrüße Sie alle ganz herzlich. Jenseits der Wachstumszwänge, Wohlstand, ökologisch und sozial gerecht, wie geht das? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. Spannenderweise im Übrigen auf dem Kirchentag fast zur gleichen Zeit findet eine ähnliche Veranstaltung statt. Mit einem völlig anderen Podium, nämlich vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ich vermute, da werden spannende Fragen gestellt dazu, wie es mit Wachstum weitergehen kann. Ich vermute etwas anders als hier bei uns. Ja, ein spannendes Thema mit interessanten, kompetenten Gästen. Unsere Welt ist aus den Fugen geraten, und zwar nicht erst seit der Finanz-, der Wirtschaftskrise, der Eurokrise, wie wir sie auch immer nennen mögen. Und es stellt sich die Frage, können wir so oder vor allen Dingen wollen wir so weiterleben wie bisher, zulasten des globalen Südens, zulasten der Umwelt, unserer natürlichen Lebensgrundlagen, zulasten der nachkommenden Generationen. Und diese Frage hatte 2011 dann irgendwann noch den Bundestag erreicht. Und der Bundestag hat 2011 eine Enquetekommission eingerichtet, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, nämlich Wohlstand, Wachstum, Lebensqualität. Und neben Abgeordneten bei einer Enquetekommission, so neben Abgeordneten aller Fraktionen, waren daran auch Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Gewerkschaften und so weiter beteiligt. Wenn ich jetzt allerdings Expertinnen gesagt habe, der Anteil der Frauen war da allerdings sehr gering, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, und drei von denen, die damals mit dabei waren, sitzen heute jetzt hier. Und deswegen haben wir Gelegenheit, tatsächlich auch über diese Enquetekommission zu reden, über die Ergebnisse und so weiter. Und wie geht's weiter? Ja, neben mir Sabine Leidig. Sabine Leidig ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion Die Linke. Sie hat langjährige Erfahrung in Gewerkschaftsarbeit, in Frauenarbeit, in Verkehrspolitik sowieso, Friedensarbeit hat sie gemacht. Sie war Geschäftsführerin im ATTAC-Bundesbüro und sie war die Vorsitzende der 5. Arbeitsgruppe in der Enquetekommission, die sich mit Arbeitswelt, Konsumverhalten, Lebensstilen beschäftigt hat. Sei uns herzlich willkommen, Sabine Leidig. Sie ist übrigens auch Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das darf ich nicht vergessen. Ja, Michael Müller, ich glaube, von uns dreien, wir beide kennen uns am längsten. Du bist, warst viele Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, bist Mitglied der SPD, warst unter anderem umweltpolitischer Sprecher. In der Funktion haben wir dann miteinander Ausschusssitzungen verbracht. Ab 2005 warst du parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium und du bist Vorsitzender der Naturfreunde Deutschlands. Also herzlich willkommen hier auch in unserer Runde. Ja, und der dritte im Bunde ist Professor Uli Brandt. Uli Brandt ist, ja, das sage ich jetzt gleich am Anfang, bevor ich es nachher vergesse, Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist Vertrauensdozent für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung. Er ist Professor an der Universität in Wien und hat eine ziemlich große Themenbreite, also angefangen von der Kritik der kapitalistischen Globalisierung. Du hast dich mit Lateinamerika beschäftigt, mit einzelnen Ländern dort beschäftigt, aber vor allen Dingen auch mit sozialökologischer Transformation. Ich denke mal, das wird das Thema sein, mit dem wir uns heute vor allen Dingen beschäftigen werden. Ich will jetzt schon mal einen kleinen Werbeblock mit einfügen, weil wir im Anschluss an diese Veranstaltung dann nämlich auch noch eine Buchvorstellung machen, Imperiale Lebensweise, ein Buch, das du zusammen mit Markus Wissen erarbeitet hast und was ich einfach nur empfehlen kann. Aber über das Buch werden wir dann tatsächlich im Anschluss reden. Ich lade Sie also alle ganz herzlich dazu ein, nicht nur bei der jetzigen Podiumsdiskussion dabei zu sein, sondern vielleicht sich auch das Buch anzugucken. Ich habe mir noch mal vorgenommen, die Aufgabenstellung der Enquetekommission. Es ging um den Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft. Das sollte ermittelt werden. Es ging um Wohlstands- und Fortschrittsindikatoren, die entwickelt werden sollten. Und es ging um Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung von Wachstum, Ressourcenverbrauch, technischen Fortschritt. Also inwieweit ist eine solche Entkopplung tatsächlich möglich? Es gab einen Abschlussbericht mit fast 1000 Seiten. Es gab mehrere Studien, Gutachten, die gemacht worden sind. Was ist von all dem geblieben? Die Frage geht an alle drei. Ich würde mal mit Sabine anfangen. Und dann machen wir der Reihe nach. Ja, also ich möchte nicht sagen nichts, aber
Ich will auch noch mal einen Blick zurückwerfen in die Situation, in der diese Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag eingerichtet werden konnte. Auch die Einrichtung dieser Untersuchungskommission war schon umstritten, insbesondere zwischen den damals regierenden CDU-FDP-Koalition und der SPD, die als größte Oppositionspartei in dieser letzten Legislaturperiode diesen Anstoß gegeben hat, eine solche Kommission einzurichten. Und du hast schon gesagt, der Hintergrund war die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, als quasi die Finanzmärkte zusammengebrochen sind, mehr oder weniger. Und es hat schon in der Phase der Formulierung des Auftrags, was soll denn diese Kommission machen, sehr unterschiedliche Vorstellungen gegeben. Und der komplette Titel lautete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zum nachhaltigen Wirtschaften in der sozialen Marktwirtschaft. Und damit war irgendwie auch völlig klar, es wird nicht über Kapitalismus diskutiert, sondern das Wirtschaftssystem ist sozusagen die Ultima Ratio und das wird nicht in Frage gestellt. Und deshalb war es auch extrem schwierig, sich über die Frage der Bedeutung von Wachstum irgendwie näher zu kommen. De facto hat es keine Annäherung gegeben, sondern ideologische Positionen, insbesondere der FDP, dass Wachstum notwendig ist für alles, war nicht wegzukriegen. Dennoch hat es interessante Begegnungen und interessante Ergebnisse auch in diesen vielen Stunden der Arbeit, vor allem mit den Nicht-Parlaments sozusagen abhängigen externen Sachverständigen gegeben. Und wir haben auch gemeinsame Minderheitenpositionen erarbeitet, zum Beispiel zur Frage der Suffizienz, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das greift jetzt auch so ein bisschen in unser Thema rein. Also dass eben tatsächlich beschrieben wurde, dass es notwendig ist, dass genug für alle, also nicht zu wenig, nicht zu viel zu finden und das kapitalistisch getriebene Wachstum nicht als gegeben hinzunehmen und vorauszusetzen. Im Parlament ist davon nichts übrig geblieben. Das will ich jetzt einfach so ernüchtert sagen, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass die SPD in eine große Koalition mit der CDU gegangen ist und damit quasi nur noch kleine, also die Grünen und wir als kleine, jeweils kleine Oppositionsparteien überhaupt irgendwie damit hätten was anfangen können. Ein wichtiger Player auf der Seite der Grünen ist nicht mehr im Parlament, der Hermann Ott, der ist zurückgegangen ins Wuppertal-Institut. Und da ist jetzt der Punkt, der wirklich bedeutsam ist und übrig geblieben ist. Also vor allem auf Initiative von Hermann Ott ist eine sogenannte Zivilenquete Wachstumswende entstanden, in der sich diejenigen versammelt haben, die schon diese parlamentarische Kommission begleitet haben, kritisch begleitet haben, die Ergebnisse gelesen, kommentiert und sich zusammen mit Parlamentariern und Sachverständigen aus der Enquete-Kommission schon während dieser 2 Jahre oder 2,5 Jahre verschiedentlich getroffen haben. Hier in der Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der Heinrich-Böll-Stiftung und in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das war, finde ich, eine gute Vorbereitung. Und diese Gruppe hat jetzt eine Förderung bekommen vom Umweltbundesamt für ein Jahr quasi die Ergebnisse oder den Postwachstumsdiskurs zusammen mit Parlamentariern weiterzuführen. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Da gibt es regelmäßige Treffen. Und also zumindest ist ein Ort entstanden, an dem sich die wachstumskritischen Wissenschaftler und Initiativen und Parlamentarier, soweit sie denn existieren, austauschen können und im Kontakt bleiben. Das finde ich schon bedeutsam.
Ja, Michael, du gehörtest zu den Nicht-Parlamentsabhängigen, wie Sabine gerade beschrieben hat, in der Enquete-Kommission als Experte, als Vorsitzender der Naturfreunde mit in dieser Enquete-Kommission. Wie ist denn deine Sicht auf die Ergebnisse und das, was geblieben ist? Also ich bin in Deutschland derjenige, der überhaupt am meisten in solchen Kommissionen war. Bis zuletzt, wo ich die Rolle des Vorsitzenden der Endlagerkommission hatte. Und ich habe noch nie eine Kommission in der Form erlebt wie die Wachstumsenquete. Und zwar noch nirgendwo so wenig Bereitschaft, sich zu öffnen für unterschiedliche Gedankenwelten. Also eine Enquete-Kommission kann nur funktionieren, wenn man sich weder parteitaktischen Überlegungen unterwirft, noch in der Tagespolitik verhaftet bleibt, sondern, um es mal vereinfacht zu sagen, sich am Notwendigen orientiert, was ja eigentlich heute selten passiert. Also die Orientierung am Notwendigen statt am sogenannten Möglichen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass eine Enquete-Kommission funktioniert. Und das war überhaupt nicht gegeben. Und es ist übrigens keine Besonderheit der Kommission. Es ist ja sowieso heute so, dass in der öffentlichen Debatte Diskurse kaum noch stattfinden. Wir erleben Stimmungen, wir erleben kurze Meldungen und Ähnliches. Aber in die Tiefe gehende Diskurse finden eigentlich nicht mehr statt. Übrigens nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien, fast überall. Und das Problem dabei ist, wir sind heute in einer Welt, wo dieser Diskurs wichtiger ist denn je. Weil nämlich die alte Welt ist eine niedergehende Welt und die gesamte Politik ist in dieser niedergehenden Welt verhaftet und sie ist im Augenblick nicht fähig, sich zu öffnen, ob sie in der Lage ist, sozusagen die neue Welt zu gestalten. Und was an dieser Enquete-Kommission interessant war, dass sie sozusagen an einzelnen Symptomen, an einzelnen Empfindungen das Thema der Zerstörung der alten Welt hätte thematisieren müssen. Das war auch das Grundgefühl, aber es nicht getan hat. Es waren nur Einzelne, die das getan haben. Es wird auch daran deutlich, dass ich noch nie eine Enquete-Kommission erlebt habe, wo es so viele abweichende Positionen gegeben hat. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass man eigentlich gar keinen Diskurs wollte, sondern sich eigentlich nur bestätigt sehen wollte. Und ich glaube, dass beispielsweise einer der entscheidenden Punkte in dieser Kommission war, dass man weder bereit war, über das europäische Fortschrittsverständnis und was dahinter steht an gesellschaftlichen, historischen und politischen Positionen zu debattieren. Noch gab es bei der Mehrheit der Leute, die eine sehr ökonomistische Denkweise hatten, die Bereitschaft, die traditionelle Form der Ökonomie in Frage zu stellen. Also beides kam zusammen. Nicht? Also um das mal auf den Punkt zu bringen, da war unter anderem der Herr Schmidt drin, der Vorsitzende des Rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Für den war die Enquete-Kommission nichts anderes als der Abwehrkampf, damit die Ökonomen nicht die Dominanz in der politischen Beratung verlieren, also die traditionellen Ökonomen. Das war so. Und noch schlimmer war da der Herr Paquet, der früher ja mal Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt war. Also dessen Ignoranz eigentlich in einer Schule dazu geführt hätte, dass der Lehrer sagt, nicht versetzungsfähig. Aber so war das eben und das waren die äußeren Bedingungen dieser Kommission. Und hinzu kommt natürlich die Eingeständnis einer Wahrheit, die unbequem ist. Nämlich das traditionelle Modell schneller, höher, weiter funktioniert nicht mehr. Das ist das Eigentliche. Ich will dazu nur eine Zahl mal klar machen, die eine zentrale Rolle gespielt hat. In den letzten 50 Jahren haben sich die globalen Umweltbedingungen stärker verschlechtert als in den 500 Jahren zuvor. Also das heißt, wir haben
eine synergistische Entwicklung im Augenblick von Bevölkerungswachstum, Naturzerstörung, nachholender Industrialisierung, Hyperindustrialisierung oder was auch, oder Hyperkonsum oder was auch immer man sagt, das nicht vereinbar ist, die nicht vereinbar sind mit den Grenzen der ökologischen Systeme oder der Erde. Nicht? Wir überschreiten planetare Grenzen und tun so, als ob wir einfach weitermachen können. Insofern ist das, was wir im Augenblick erleben, und das ist der eigentliche Punkt, warum diese Diskussion weitergeführt wird und ich auch zutiefst sauer darüber bin, dass es eigentlich keine politische Debatte mehr über diese Themen gibt. Der eigentliche Kern ist, wir haben vor 100 Jahren schon mal erlebt, da prallten zwei Welten aufeinander. Das war damals die im Kern noch feudalistische Struktur des politischen Systems, also Adel, Militär und ähnliches, gegen die zweite industrielle Revolution. Und das führte damals zu einem unglaublichen Nationalismus, zu einer unglaublichen Militarisierung und dann zum Ersten Weltkrieg und die ganzen Folgen. Und heute erleben wir den Zusammenprall der alten nationalstaatlichen Wachstumsmodells gegen eine globale Welt der Entgrenzung von Zeit und Raum, die aber gerade dadurch umso schneller an Grenzen gerät. Das ist ja das Perverse bei dieser Entwicklung. Und die Frage ist, welche Reaktion gibt es heute darauf? Auch heute erleben wir eine Gegenbewegung. In fast allen Ländern entsteht ein neuer Nationalismus. In fast allen Ländern gibt es reaktionäre Tendenzen. Unsere Medien sprechen dann immer vom Populismus. Ich halte das für eine absolut bescheuerte, verharmlosende Formulierung. Es geht um eine rassistisch-reaktionär-nationalistische Gegenbewegung gegen die Globalisierung, statt über Gestaltung zu reden. Und genau dieser Zusammenprall, der vor 100 Jahren zum Ersten Weltkrieg geführt hat, bei dem frage ich mich, wo führt er heute hin? Auf jeden Fall erleben wir heute auch wieder Zunahme von Gewaltkonflikten. Wir erleben wieder verstärkt Ausgrenzung. Wir erleben die Unfähigkeit, über solche Fragen zu debattieren. Und das macht mir Sorgen. Und deshalb plädiere ich dafür, nicht nur über diesen Bericht wieder intensiver zu diskutieren, natürlich nur über die Teile, die wirklich gut sind. Es sind auch schreckliche Teile da drin. Ne? Und versuchen sozusagen die Diskussion über Grenzen endlich mal ernst zu nehmen. Wir diskutieren, wir verdrängen, dass es Grenzen gibt. Das ist der eigentliche Punkt. Und die Diskussion über Grenzen führt eigentlich dazu, dass man Politik stärken muss. Wir müssten eigentlich viel mehr Politik haben, und zwar gestaltende Politik, also Transformationspolitik, die nicht stattfindet. Ja, Uli, du bist nun aus der Wissenschaft in diesen Politikbetrieb reingekommen, als Experte bei der Enquete-Kommission. Wie siehst du denn das, was geblieben ist, was du enttäuscht über die Arbeit dort? Erstmal hallo auch von meiner Seite. Du musst, glaube ich, einen machen. Okay, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Freue mich, dass das stattfindet, auch vielleicht genau ein Feiertags- oder Kirchentags in kleinerer Runde, aber schön auch, dass wir diesen Raum haben. Ich finde es ganz wichtig, auch immer wieder das zu aktualisieren und auch mit euch und Ihnen zu diskutieren. Nein, ich fand diese 2,5 Jahre für mich total spannend. Ich habe das mit hohem Aufwand betrieben, habe viele Zugtickets sozusagen verbraucht von Wien nach Berlin und zurück. Und für mich war das zum ersten Mal, so einen Prozess mitzubekommen und auch die, einerseits, was die beiden schon gesagt haben, diese geringe Bereitschaft des Öffnens, aber ich fand, damit will ich die Mitarbeit schon dabei belassen, die unglaublichen Ressourcen, die da reingehen. Das Sekretariat hatte, glaube ich, 8 oder 10 Leute und als ich dann am Ende vorgeschlagen habe, man sollte die Kurzversion, das waren, glaube ich, 35 Seiten, ins Englische übersetzen, hat man mich angeschaut, wo sollen wir denn das Geld hernehmen? Also wenn die Politik läuft, ja, dann gibt es unglaublich viele Ressourcen. Wenn es aber darum geht, vielleicht die Ergebnisse doch ein bisschen besser bekannt zu machen, dann ist mit einmal kein Geld mehr da. Das war für mich als Wissenschaftler, ich finde, man kann so Ergebnisse gar nicht auf Englisch publizieren, dass es die Welt sozusagen wahrnehmen kann. Ich möchte einsteigen in ein aktuelles Beispiel. Ich muss das jetzt sagen, aus Österreich kommt, weil mir das nochmal die Relevanz einer Arbeit der Enquete und dieser Form Wachstum sich anzuschauen relevant macht. Vielleicht haben Sie es eh mitbekommen. Es gab im Februar, Mitte Februar, eine legendäre Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Österreich, wo die dritte Flughafenpiste am Flughafen Wien untersagt wurde.
Und zwar mit der Begründung, wenn die dritte Piste gebaut wird, dann nimmt der Klimawandel zu. Richtig, mit ganz feinen Zahlen, mit Prozentzahlen. Da ist die Gesellschaft gerockt, die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Regierung hat gesagt, es geht ja gar nicht. Und jetzt gab es letzte Woche eine Initiative von ÖVP, also den Konservativen, SPÖ, Sozialdemokratie und den Rechtsextremen, FPÖ. Ich finde auch mit Michael Müller, man muss sie nennen, wer sie sind. Das sind keine Rechtspopulisten, das sind Rechtsextreme. Eine Petition oder einen Antrag, der wahrscheinlich jetzt, muss man schauen, weil ja Wahlen ausgerufen wurden, vielleicht verschoben wird. Und jetzt muss man sich festhalten, in die Verfassungsbestimmung von Umwelt-, Tier- und Klimaschutz soll eingefügt werden mit 2/3 Mehrheit. Diese Verfassungsbestimmung muss immer abgewägt werden mit Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der Horizont, mit dem wir sprechen. Also alles muss durchs Nadelöhr der Wettbewerbsfähigkeit. Joachim Hirsch hat das 1995 mal den nationalen Wettbewerbsstaat genannt. Also ein Staat, dessen raison d'être ist, die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Alles, Geschlechterpolitik, Umweltpolitik, Beschäftigungspolitik, Harzreform, alles muss durch die Wettbewerbsfähigkeit. So viel nochmal zur Relevanz. Ich fand spannend, und das habe ich mir lang angeschaut, und dann sage ich auch gleich, wo ich, glaube ich, einen großen Fehler gemacht habe mit anderen. Ich fand spannend, immer wieder nach Berlin zu fahren, die Diskussion mitzubekommen, weil ich dachte, da zeichnen sich Elitendissense ab. Kurz vor der Einrichtung der Kott-Kommission gab es ja den Schlussbericht der sogenannten Stieglitz-Senfitosi-Kommission, die von Nicolas Sarkozy eingerichtet wurde in Frankreich. Zwei Nobelpreisträger und ein französischer Ökonom, die haben ihren Bericht vorgelegt, um eben dieses Wachstumsdogma auch in Frage zu stellen. Ich habe gedacht, oh hoppla, das ist ja super. Der Bundestag will Expertise, will sich was erarbeiten, um klarzukriegen, es kann nicht nur immer 3 wirtschaftspolitische Forderungen geben in der Krise, Wachstum, 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 sondern es muss darüber hinausgehen. Und von daher ist, es kann mich besser beschreiben wie Michael Müller, die fehlende Bereitschaft irre, dass der Paket immer noch mal ein ganz eloquentes Argument bringt, warum schon die Kinder wollen wachsen, alle wollen wachsen und die Gesellschaft muss einfach wachsen. Ja. Hat das total anthropologisiert. Er hat gesagt, die Menschen wollten immer wachsen, da müssen wir doch nicht über Kapitalismus reden, das ist doch eh nur die jüngste Zeit. Das ist enttäuscht, allerdings finde ich, haben wir einen Fehler gemacht, indem wir nämlich lange dachten, ich komme gleich noch auf ein paar inhaltliche Punkte, eigentlich könnten wir die Gesamtenquete, also die 17 Parteivertreterinnen plus ihre 17 Sachverständigen, dazu bringen, dass wir ein starkes Statement in der Gesellschaft haben für eine wachstumssensible Position, muss jetzt nicht wachstumskritisch sein. Und ich weiß noch, dass ein Kollege mal sagte, relativ renommierter Umweltforscher, wir müssen den Konsens halten, ja? Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Und eigentlich, weil auch Michael Müller sagt, es fehlen die großen Debatten, eigentlich hätten wir nach einem Jahr sagen müssen, wir suchen den Dissens, die Medien wollen auch den Dissens. Wir waren immer nur in den Medien, wenn es Dissense gab. Und wir müssen aufhören zu meinen, da gibt es die großen Konsense, die wir suchen müssen. Und für mich als jetzt persönlich war ein da war es viel zu spät, nach einem Dreivierteljahren ein Aha-Erlebnis, dass ich mit einem Kollegen von der CDU, Sachverständiger, x-mal telefoniert habe, in einer gemeinsamen Erklärung, wo Kompromiss, 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 und am Ende sagt er, mache ich nicht mit und ich schreibe meine eigene. Da hat der sozusagen sehr neoliberalen Kram geschrieben, nachdem wir jetzt unsere progressive Position immer weiter runtergefahren haben. Das war der Ton und wir hätten viel, viel früher sagen müssen, so eine Enquete ist ein Ort, wo wir auch den Dissens öffentlich anzeigen müssen. Ne? Und zwar stellvertretend den gesellschaftlichen Dissens anzeigen müssen. Was fand ich jetzt interessant? Ich habe dann sehr stark mit den beiden anderen auch diese sogenannten Oppositionsvoten am Ende formuliert. Und ich will nur ein paar Punkte nennen, um dann in der Diskussion dann weiterzukommen. Das erste ist, Wachstum, das muss man gesellschaftlich immer wieder sagen, weil es natürlich in Deutschland und Österreich heute noch besser geht als in Griechenland und Spanien. Machen wir uns nichts vor, ne? Die Krise trifft einen in Griechenland härter zu. Und trotzdem müssen wir stark machen, dass die Orientierung am kapitalistischen Wachstumszwang potenziell ein Destabilisator wird. Also wenn es immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum ist und nicht manche, ich habe hier Schweizer Dialekte gehört, ja, also die Sozialdemokratie in der Schweiz hat ja gerade diese wunderbare Initiative für die Wirtschaftsdemokratie. Ja. Also wenn man nicht sagt, wir müssen die Wirtschaft umbauen, beispielsweise mit wirtschaftsdemokratischen Dimensionen, wir müssen Kapitalmacht einhegen und anderes, dann kommen wir nicht weiter. Das fand ich total spannend. Wir müssen über Austeritätspolitik reden. Ja. Die damaligen Regierungsparteien wollten nicht über Austeritätspolitik reden. Darüber muss man sprechen, wenn wir über gesellschaftliche Gestaltung sprechen. Der zweite Punkt, den wir ganz stark gemacht haben, eigentlich haben die anderen da mitgespielt, aber in der Schlussdiskussion war es wieder draußen. Allein auf Technik zu achten, also dass die Technologie
den Laden in den Griff bringt, reicht nicht. Und ich glaube, das ist kein Links-Rechts-Ding. Ja, Ralf Füchs, der, ich glaube, noch Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung, ist jetzt nicht mehr, also sozusagen ein Technikoptimist vor dem Herrn, der mit dem Buch Intelligent wachsen, das ja auf die Spitze treibt. Wir brauchen Sprungtechnologien. Es ist auch eine linke Position pro Technik. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir über Wachstum und Wohlstand... Bitte? Okay, kann man auch sagen. Also sagen wir mal grün. Ja. Füchs sei nicht unbedingt links, sagt er. Sagen wir mal eine grüne Position, die halt ganz stark auf Technologie setzt. Das habe ich auch gelernt, das geht nicht. Wir haben Rebound-Effekte, also Studienauftrag gegeben. Und der letzte Punkt, da komme ich noch auf ein paar Spannungen, die ich gelernt habe für unser Spektrum. Wir dürfen, ich habe dann auch ja einiges dazu geschrieben während der Enquete-Kommission, Wachstum, die Orientierung am kapitalistischen Wachstum sichert Herrschaftsverhältnisse ab. Es wird ja immer so getan, wenn wir ein bisschen mehr Wachstum haben, der Trickle-Down-Effekt, ne, der Durchsicker-Effekt, dann haben die Armen auch was davon. Und was wir ganz stark machen müssen, Emanzipation bedeutet natürlich Gerechtigkeit, dass unten was ankommt, aber Emanzipation bedeutet, die Herrschaftsaspekte von Wachstum über Menschen, über Natur, über den globalen Süden stark zu machen. Ne? Und das müssten wir viel stärker, gerade auch im Umfeld von Linkspartei, von Rosa-Luxemburg-Stiftung, betonen. Zum Abschluss in dieser ersten Runde würde ich gerne nochmal nennen, was ich gelernt habe für unsere, ich sag mal, innerlinken Debatten. Ich habe auch gelernt, dass es verdammt schwer ist, mit den Gewerkschaften, obwohl sie es immer postulieren, aber mit den Gewerkschaften ein ernsthaftes Gespräch zu kommen über eine soziale, ökologische Transformation. Ich war vorgestern in Frankfurt, habe das Buch vorgestellt, Imperial Lebensweise, was wir nachher noch präsentieren werden. Und da war Hans-Jürgen Urban, also unbenommen einer der Gewerkschaftslinken und einer der schlauesten Gewerkschafter, den man sich vorstellen kann. Aber auch der sagt wieder, wir müssen erstmal über die Klassenfragen sprechen und wir müssen erstmal über die Verteilungsfragen sprechen und dann kommen wir auf Umbaufragen und so weiter. Und das sagt er ganz ehrlich, also ganz offen, ne, dass er sagt, das ist unser Dilemma. Und Michael Brie, der gerade hier dieses Foto macht, hat diese wichtige Unterscheidung eingeführt, wollen wir eine Verteilungslinke oder eine Transformationslinke? Und das ist ein wichtiger Split, den wir haben. Viele im linken Lager sind weiterhin eine Verteilungslinke, die nicht so sehr fragt, wie der Kuchen gebacken wird, wie die Produkte hergestellt werden, ne? Ob im globalen Süden oder wie auch immer, sondern hier soll es gute Arbeitsplätze und viel Verteilung geben. Das ist eine, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig. Und das Zweite, die Spannung ist auch, auf den Begriff kommen wir wahrscheinlich auch noch heute Abend, der Carbon Democracy. Es gibt von Timothy Mitchell den wichtigen Begriff, Kohlenstoffdemokratie. Timothy Mitchell argumentiert, ein US-amerikanischer Kollege, der Wohlstandskapitalismus basiert eben auf CO2-Emissionen und fossilen Energieträgern. Und wenn wir ein anderes Wohlstandsmodell wollen, müssen wir an diese Basis ran, an diese fossilistische Basis. Und da hat die Linke, finde ich, noch ganz, wir haben da ein paar Antworten, aber ganz anfängliche Antworten, aber sie sind vor allem noch nicht reingearbeitet. Wir waren Ende Januar auf dem Kongress, wir drei, Linkspartei und Rosa-Luxemburg-Stiftung, zu sozial-ökologischem Umbau. Und da wird einem aufgedrängt, ja, wie wichtig diese Diskussion sind, weil da natürlich die Leute von uns sind, die da diskutieren wollen, aber auch wie marginal die Debatte relativ ist im breiten Feld der Linken. Und ich will jetzt gar nicht von der SPD sprechen, der ja Michael Müller noch angehört oder angehörte. Er steht aber heute hier nicht für die gesamte SPD sozusagen zur Kritik zur Verfügung. Das wollen wir mal vielleicht heute lassen. Die übt er im Übrigen selbst, also insofern ist es völlig in Ordnung. Also wenn man in eine Enquete-Kommission geht, die sich mit Wachstum beschäftigt, und ihr habt alle den Begriff jetzt mehrfach hier verwendet, taucht irgendwann die Frage auf, was ist denn eigentlich Wachstum? Oder es gab auch den Versuch, während der Enquete-Kommission tatsächlich den Begriff neu zu definieren, den wandeln wir grünes Wachstum oder wie auch immer, den wandeln wir ein bisschen um. Wie habt ihr die Diskussion erlebt und wie würdet ihr jetzt selbst Wachstum definieren? Sabine würde anfangen oder vielleicht mal Michael? Ich kann ruhig anfangen. Also das Kernproblem der europäischen Moderne ist sozusagen die Verwechslung der Linearität als technisch-ökonomischen Weg. Also der Beginn der europäischen Moderne, also sozusagen am Beginn der Renaissance, war die Idee, man müsse auf Erden schon alles tun, dass die Menschen ihr Glück finden und nicht erst im Himmel. Sozusagen die Säkularisierung der Heilsbotschaft auf die alltägliche Welt. Und daraus entstand, dass aus der
die aus der jüdisch-christlichen Tradition kommende Idee der Linearität, also der permanenten Vorwärtsbewegung der Gesellschaft. Das war damals verbunden mit dem Gedanken der Emanzipation des Menschen. Und die Idee der Emanzipation des Menschen hat dann ja zur bürgerlichen Freiheitsbewegung geführt und später dann vor allem ihre soziale Grundlage bekommen und sich dadurch zur gesellschaftlichen Idee entwickelt mit der Arbeiterbewegung. Aber daraus ist vor allem in den letzten zwei Jahrhunderten eine Entwicklung geworden, die nicht mehr die Idee der Emanzipation als zentrales Ziel hat, sondern den Weg, der historisch mal dahin führen sollte, nämlich die Entfaltung von Wirtschaft und Technik, zum Ziel gemacht hat. Also was eigentlich stattgefunden hat in den letzten 200 Jahren, ist der Austausch des Weges zum Ziel und die Unterordnung der Emanzipationsidee unter das Ziel. Also alles wird ja abhängig gemacht von je mehr Technik, je bessere Technik, je mehr Wachstum, desto mehr geht es auch gut für die Menschen. Und das ist Quatsch. Historisch war das umgekehrt mit der Linearität. Es ging darum, die Emanzipation zu entfalten oder zu entwickeln. Und dann hat man gefragt, wie kriege ich das hin? Und da war natürlich die Idee, wir kommen erstmal zu mehr Technik, zu mehr Reichtumsproduktion, richtig. Aber das war in einer Zeit, als man die Grenzen, die wir heute erleben, überhaupt noch nicht im Bewusstsein hatte. Ne? Also der Kern, das Kernproblem der modernen Welt ist, es ist eigentlich in einem geschlossenen System die Verdrängung der Endlichkeit. Wir haben es mit Endlichkeit zu tun, die umso schneller erreicht wird, je mehr sich sozusagen der ökologische Verbrauch, das Bevölkerungswachstum, diese Form der Industrialisierung immer breiter, immer mehr ausbreitet. Und die Grundidee einer linken Politik müsste heute sein, wir müssen mehr, ganz im Sinne von Erich Fromm, gestalten, dass wir eine Welt bekommen, die weder Mangel noch Überfluss kennt. Heute sind wir ausgerichtet auf eine Welt, die immer mehr Überfluss, allerdings nur für wenige, kennt. Aber nicht die, die sozusagen dieses Gerechtigkeitsprinzip zum Zentrum der Gestaltung macht. Ne? Und das ist das, was ich sagte, was heute aufeinanderprallt. Und Entschuldigung, wenn ich das auch mal gegenüber Urban sage, das ist völlig egal, was der sagt, was er als Priorität nimmt. Die historische Situation wird sein, oder ist heute schon, wir opfern bereits einen Teil der Welt der ökologischen Problematik. Wir opfern sie heute schon. Also insbesondere beispielsweise in den pazifischen Inselstaaten. Wir machen das heute schon. Und nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt knapp 1,1 Grad Erwärmung bereits erreicht. Man muss wissen, da sind die nächsten 50 Jahre noch nicht drin, weil die Anpassungsmechanismen in der Chemie und Dynamik der unteren Atmosphäre dauert etwa 5 Jahrzehnte. Das heißt, eine Erwärmung von ungefähr 1,5 Grad ist nicht mehr zu verhindern. Und eine Erwärmung von 1,5 Grad, das bedeutet schon die äußerste Grenze, um überhaupt noch vertretbar unter globalen Gesichtspunkten das Thema einzuschränken. Und wenn ich die 1,5 Grad erreichen will, bedeutet das, ich muss in spätestens von dem CO2-Budget, ich muss in spätestens 10 Jahren aus der fossilen Welt draußen sein. Und das ist nicht eine Frage, ob ich das will oder nicht. Das ist eine Frage, die kann ich einfach berechnen. Ganz schlicht und einfach. So viel bleibt nur noch als Budget, will ich nicht über 1,5 Grad kommen. Und weil das so ist, geht es immer natürlich um den Zusammenhang, dass dies nur zu erreichen ist, wenn man gleichzeitig Machtverhältnisse ändert, wenn man gleichzeitig zu anderen demokratischen Strukturen kommt, wenn man natürlich global eine ganz andere Verteilungspolitik macht. Aber der Kern ist, dass wir an dieser Grenze sind. Wir diskutieren nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren über eine theoretische Grenze, sondern der Unterschied ist heute, die ist da. Und wenn man also beispielsweise die Erdsystemforschung nimmt, dann kommt man ja zu dem Ergebnis, dass in den berechneten 9 Dimensionen der Erdsystemforschung, dass davon in 4 bereits die Grenzen überschritten sind.
Insofern, es geht heute nicht mehr um das Mögliche, es geht um das Notwendige. Und das ist ein Unterschied. Ne? Und da kommt noch was weiteres Schlimmes hinzu, was uns natürlich betrifft, weil Uli das angesprochen hat. Das Problem ist, dass die Auswirkungen dieser Entwicklung auf tragisch höchst ungerechte Weise in der Welt verteilt sind. Die Verursacher sind nicht die Hauptbetroffenen. Das ist das Problem. Ne? Das heißt, wir haben es mit solchen Herausforderungen auf einmal politisch zu tun, dass ich da nicht mehr taktisch drüber nachdenken kann. Wir haben schon heute einen Teil der Welt ausgegrenzt, wir haben eine Zeitverzögerung, wir haben eine Dynamik, die Synergien erzeugt, die man nicht mehr stoppen kann und so weiter. Und insofern heißt für mich linke Politik vor allem darüber nachzudenken, wie man die Grundidee der europäischen Moderne, nämlich die Idee der Emanzipation des Menschen, verbinden kann mit einem endlichen System. Und genau da gibt es zu wenig Gedankenansätze. Ja, da gucke ich natürlich sofort zu Sabine, zu einer Bundestagsabgeordneten der Linken. Wie weit sind wir denn in der Linken tatsächlich mit einem solchen Diskurs, der Grenzen sieht, der sieht, dass die Grenzen überschritten sind, der sieht, dass gehandelt werden muss und dass man tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken muss, was heißt denn eigentlich, was würde heute Wachstum bedeutet, welche Folgen hat das? Ja, also ich muss sagen, dass ich inzwischen zunehmend skeptisch bin, wenn wir sozusagen als Bezugsgröße uns auf Wachstum beziehen. Wir hatten das auch in der Enquete-Kommission intensiv diskutiert oder in dem Zusammenhang und haben für uns gesagt, also die einen sagen, Bruttoinlandsprodukt steigern ist sozusagen das Ziel. Ja? Und dann gibt es noch welche, die sagen, das Steigern des Bruttoinlandsprodukts ist zwar nicht das Ziel, aber es ist das Mittel, mit dem wir das Ziel erreichen, nämlich irgendwie Wohlstand für alle. Und wir haben gesagt, es ist kein Mittel zum Ziel, möglichst gutes Leben für alle zu erreichen, sondern gutes Leben für alle zu erreichen ist das eigentliche Ziel. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stellen und wenn es darum geht, möglichst gute Gesundheitsversorgung zu haben, möglichst sozial-ökologische Mobilität zu gewährleisten und Bildung, Erziehung höher zu gewichten und auf fossile Zerstörungstechnologien zu verzichten, dann kann das bedeuten, dass hinterher irgendwie das BIP wächst, aber wir wissen es nicht und es ist auch egal. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, ja, dass man sich davon losmacht, weil wir wissen nicht, was dabei rauskommt, wenn eine Stadt wie Berlin zur Fahrradstadt umgebaut wird. Dann muss es auf jeden Fall bedeuten, dass weniger Autos hier fahren und das ist auch ein erklärtes Ziel, dass es mehr Wege für Fahrradfahrende gibt, aber vielleicht werden die Bauunternehmen, die hier die Fahrradwege bauen und die Abstellanlagen und die Fahrradläden boomen, keine Ahnung. Und weil Berlin gar keine Automobilstandorte so richtig hat, glaube ich, wird es vielleicht bedeuten, dass insgesamt die Berliner Ökonomie wächst, keine Ahnung, aber es wird trotzdem was Besseres dabei rauskommen als jetzt. Deshalb bin ich sehr skeptisch, sich so darauf zu beziehen. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass die herrschende Politik sich gar nicht mehr so stark auf das BIP-Wachstum bezieht, weil das Bruttoinlandsprodukt ja nur noch sehr schwach steigt und das gar nicht der zentrale Punkt ist. Aber der zentrale Punkt ist, dass eben bestimmte Konzernstrukturen wachsen oder ihren Anteil am Volksvermögen steigern können und vor allen Dingen die Hyperreichen ihren Anteil steigern. Das ist auch weltweit so. Und wenn man sich den Verkehrssektor anschaut, da bin ich eben beheimatet, da kenne ich mich ganz gut aus, dann muss man sagen, dass es ganz explizite Wachstumsstrategien gibt. Jetzt ist der Bundesverkehrswegeplan diskutiert und verabschiedet worden. Der zielt auf 40% mehr Lkw-Verkehr. Das ist natürlich totaler Wahnsinn. Und in den Diskussionen um die Frage, ob man jetzt nicht, also dass man auf eine ganze Menge zusätzlicher Autobahnausbauprojekte verzichten könnte, wenn man Alternativen entwickelt, also Fahrradschnellwege oder eben die Bahn besser ausbaut und anbindet, sagen dann auch SPD-Abgeordnete, ja, aber was macht dann die Bauindustrie?
Also da ist sozusagen, steht im Vordergrund, dass die Bauindustrie Aufträge bekommt. Da geht es gar nicht um eine gute Lebensqualität. Und gerade in dem Bereich kann man ja eben auch sehen, dass das Wachstum von Straßen und auch Flugverkehr, also es gibt eine explizite Flugverkehrsstrategie der Bundesregierung, die darauf zielt, dass der Flugverkehr wächst. Im Rhein-Main-Gebiet, wo ich lange gewohnt habe, fliegt in zwei, also im Abstand von einer halben Minute fliegen dort die Flieger. Eine halbe Million Menschen ist lärmgeplagt und die Prognose ist, wir steigern den Flugverkehr um 50%. Das ist totaler Wahnsinn. Ja? Die Leute sagen, das halten wir nicht aus. Und ich glaube, dass es darum gehen muss, genau solchen Wahnsinn zu thematisieren und dagegen auch Widerstand zu organisieren, weil es sozusagen aus der theoretischen Diskussion heraus keine Mobilisierung gibt. Ich glaube, dass die spannende Frage ist, an welchen konkreten, praktischen Veränderungen im Leben oder auch Bewusstwerdungen im Leben lassen sich Widerstände gegen eine solche kapitalistische Wettbewerbsorientierung, die letztlich Wachstum für eine kleine Zahl von Profiteuren bedeutet, wo lässt sich da Widerstand organisieren? Ein anderes Beispiel sind für mich diese großen, unnützen Megabauprojekte. Also Autobahn habe ich gerade schon gesagt, aber das gilt zum Beispiel auch für Bahnprojekte wie Stuttgart 21 oder jetzt in München, wo eine weitere S-Bahn-Strecke geplant ist für mindestens 3, wahrscheinlich eher 5 Milliarden Euro unter der bestehenden S-Bahn-Strecke, um sozusagen raus aus dem weg von der Straße mit dem öffentlichen Nahverkehr zu gehen, anstatt offensiv die Straße für den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Also da gibt es auch Widerstände und da wird auch deutlich, es geht auch darum, dass es eine gigantische Verschwendung von Ressourcen ist und eben keineswegs eine gute Lösung auch für die Lebensqualität der Menschen. Uli, wir haben ja sowohl heute für die Veranstaltung als auch in der Enquetekommission war es so, dass die Begriffe Wachstum und Wohlstand sozusagen gemeinsam genannt worden sind. Ist es gelungen, das in irgendeiner Form zu entkoppeln, zum Beispiel durch eine andere Definition von Wachstum? Also ich hätte die Diagnose, die war aber nicht mehrheitsfähig in der Enquete. Es gibt eben so ein gerissenes Band von Wohlstand und Wachstum. Also was sozusagen lange Jahrzehnte im Westen, aber auch im Osten sozusagen gleich war, wenn es ein wirtschaftliches Wachstum, eine Expansion gibt, dann gibt es auch mehr Wohlstand. Das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung. Und das ist aus meiner Sicht nicht in Frage gestellt worden, sozusagen insgesamt in der Enquete. Ich würde aber noch auf deine erste Frage eingehen, weil es, glaube ich, ziemlich viel drinsteckt. Wachstum bedeutet ja erst mal, wie nimmt die jährlich produzierte Menge an Gütern und Dienstleistungen für den Markt zu? Das ist Wachstum, volkswirtschaftlich VWL 1. Das heißt aber, wenn man das mit Wohlstand gleichsetzt, dann bedeutet es, wir fragen nicht, was da konkret qualitativ produziert wird. Ist es das Öko-Fleisch oder ist es Futtermittelfleisch oder ist es gar kein Fleisch, sondern andere Lebensmittel? Ist es öffentlicher Verkehr oder ist es Auto? Hauptsache, es geht hoch. Aber doch genauso wichtig, unser Wohlstand wird ja nicht nur geschaffen über die für den Markt produzierten Güter und Dienstleistungen, sondern wird ja auch geschaffen über gutes Zusammenleben, Sorgearbeit, politische Arbeit und so weiter. Auch das ist ja eine wohlständige Gesellschaft und das ist alles völlig draußen. Arbeiten sind draußen, wenn sie nicht bezahlt sind, sondern es werden halt die Güter und Dienstleistungen, die halt weitgehend über Erwerbsarbeit produziert werden. Und mein Punkt ist, ihr habt beide recht, die Wachstumsraten sind nicht mehr so hoch, aber die Wirtschaftspolitik orientiert sich schon noch weitgehend daran. Und die Begründung von Maßnahmen ist eben im Bundesverkehrswegeplan, wir müssen da richtig fett investieren und dann ist es für viele eine gute Message, weil es halt sozusagen eine traditionelle Industrie absichert und so weiter. Und dahinter, also wir sind ja hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, sozusagen hinter Wachstum steht natürlich nicht nur diese messbare Zunahme von Gütern pro Jahr, sondern dahinter steht Kapitalakkumulation, dahinter steht ein kapitalistisches Prinzip, GWG', aus Geld wird über einen Produktionsprozess mehr Geld gemacht. Das treibt sozusagen die Ökonomie an. Und dieser Akkumulationszwang war natürlich kaum sprechbar in der Kommission.
Das wäre sozusagen das Erste. Also eine Kritik erstmal an dem dominanten Denken, wo wir hier Konsens haben. Das Zweite war, dass nach einem Dreivierteljahr dann die Oppositionsparteien gesagt haben, eben wie Sabine sagt, Wachstum ist nicht Ziel, sondern Mittel. Und dann gab es den Begriff, ein qualitatives Wachstum. Ich habe da immer ganz viel Vorbehalt gehabt. Ich habe die Erklärung auch unterschrieben. Also wir haben dann so ein Minderheitenvotum gemacht. Haben wir, ich glaube auch, oder? Okay, also... Okay, wir schauen nochmal nach. Auf jeden Fall war das, ja, Wachstum ist eben eher das Mittel. Und dann muss man qualitatives Wachstum. Und wir sind, Sabine und ich sind auch aktiv sozusagen in der Postwachstumsbewegung, wo ja Attac eine ganz wichtige Rolle in Deutschland spielt. Und da ist nicht der Punkt Ja oder Nein zu Wachstum, sondern wir haben es einleitend gesagt, was sind die Wachstumszwänge, was sind die Interessen, die dahinter stehen? Das sind eben natürlich die Investitionen. Aber es sind auch die Gewerkschaften, die natürlich erstmal Interesse haben an Erwerbsarbeit. Und wie wird das umgebaut? Und deshalb das Stichwort ist gefallen, gutes Leben für alle würde nicht bedeuten, raus per se aus einer Marktökonomie, aber würde sagen, welchen Stellenwert hat eine Marktökonomie im Vergleich zu anderen Formen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion. Und da müssen wir weiterbohren. Da ist die Enquete sozusagen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist unsere Aufgabe, das weiter zu diskutieren. Ich möchte noch einen Punkt zu Michael sagen mit dem Imperativ. Du hast es am Ende selber gesagt, weil mich das wahnsinnig umtreibt. Mit Markus Wissen, da beim Co-Autor, der gerade kam, haben wir den Begriff des grünen Kapitalismus geprägt. Wir sagen, und das ist ein wahnsinniges Dilemma für linke Politik, wenn wir an die Grenze kommen und wenn wir in 10 Jahren raus müssen aus dem Fossilismus, also Dekarbonisierung, dann müssen wir das als Prinzip formulieren. Aber das Problem ist ja, und du hast es selber gesagt, wer säuft als erstes ab? Wer ist stärker betroffen von El Niño, also dem über den Pazifik sich aufstauenden, wahrscheinlich Klimawandel induzierten Kaltluft- und Warmluftfronten, die zu Trockenheit oder zu Starkregen führen? Ne? Jetzt Peru vor ein paar Wochen. Und der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass offensichtlich in den kapitalistischen Zentren und in den Ländern, die sich leisten können, Deutschland, Österreich, Holland und so weiter, aber auch Trump, immer mehr Ressourcen da hineingehen, die Lebensverhältnisse hier lebbar zu halten, zu Lasten von anderen. Und das ist brutal. Das ist, wenn man sich das durchdenkt, dass offensichtlich die Externalisierung der negativen Kosten, der negativen Voraussetzungen unserer Lebensweise abgeschoben werden. Und zwar nicht nur in der Flüchtlingsbewegung, sondern eben auch bei sozial-ökologischen Fragen. Und da, Michael, die Frage, ich weiß nicht, ob du eine Richtung hast für eine Antwort. Also wie politisieren wir ein Problem, wo es ja eine Ahnung gibt in der Gesellschaft, uns geht es hier noch besser und lassen wir mal lieber die Herrschenden machen, die Trumps, aber auch die Merkels und viele andere, dass sie uns das Schlimmste vom Klimawandel vom Leib halten. Das soll schön in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, Osteuropa bleiben. Und wie politisieren wir so eine Konstellation, ohne abstrakt zu sagen, die Grenzenproblematik, ich sehe das, oder zu sagen, wir brauchen ein globales Prinzip von Gerechtigkeit. Ist auch, und meine Richtung wäre natürlich wie Sabine, es geht um Konflikte, um konkrete Konflikte. Aber wie kriegen wir sie sozusagen zusammen, die konkreten Konflikte mit dem 10-Jahres-Ziel, sage ich mal. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig viele Antworten. Okay, da die Frage jetzt an Micha ging, das können wir durchaus machen, überhaupt keine Frage. Ich könnte es für die Stiftung beantworten, weil wir hier tatsächlich globale Klimaschutzprogramme zum Beispiel zur Klimagerechtigkeit auch tatsächlich haben. Aber wie kommt das, was wir sozusagen dort machen, tatsächlich an bei denen, die mit uns streiten sollen darum? Micha. Also unabhängig davon, das ist ja interessant, wie wenig auch die Öffentlichkeit Bescheid weiß, als dann in Paris auf der 21. Conference of Parties, also der UN-Klimakonferenz, mal wieder über ein 1,5-Grad-Ziel geredet wurde. Da hieß das, es sei was Neues. Es war nichts Neues. Wir hatten das schon im Bundestag 1991, im März 1991 beschlossen. Das war damals unser Antrag und der ist fast einstimmig, glaube ich, gab es noch 2 Enthaltungen, beschlossen worden. Und wir haben das damals nur genannt Erwärmungsobergrenze, so hieß das. Also man muss einfach mal sehen, wir beschließen auf der Welt, auf dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, einstimmig von der Weltgemeinschaft einen Beschluss zum Klimaschutz. Darauf ist dann also diese ganzen UN-Klimaschutzkonferenzen durch den Klimarahmenvertrag losgegangen. Und seit der Zeit haben sich fast die Treibhausgase verdoppelt.
Man muss sich einfach mal die Wirklichkeit angucken. Das heißt, wir wissen über die Probleme seit vielen, vielen Jahren Bescheid und trotzdem verändert sich kaum was. Und meine These ist, das liegt daran, dass wir versuchen, die Probleme erstens sehr isoliert, also mit Einzelprogrammen zu bewältigen. Und zweitens, wir schaffen uns immer neue Alibis. Also beispielsweise bei dem Klimaschutz oder bei der Klimadiplomatie kann man sich das sehr gut angucken. Die laufen immer so ab, erst werden hohe Erwartungen geschildert, dann wird gesagt, um Gottes Willen, das scheitert alles. Und dann gibt es im Abschlussprotokoll so ein paar Zukunftsaufträge und dann ist wieder die Welt weitgehend in Ordnung bis zum nächsten Mal. Da läuft halt dasselbe ab, aber Veränderungen gibt es tatsächlich nicht. Und deshalb, finde ich, muss man auch in manchen Punkten einfach es sehr viel deutlicher formulieren. Ich halte überhaupt nichts beispielsweise von dem Begriff des qualitativen Wachstums, denn wer bestimmt die Qualität und was heißt das überhaupt? Das heißt nach wie vor ein traditionelles Wachstumsverständnis, nur wir machen einen Ablasshandel oder beruhigen unser Gewissen, indem wir sagen, jetzt machen wir es aber nicht quantitativ, wir machen es qualitativ. Naja, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob ich ein gutes Handy kaufe oder ein schlechtes Handy kaufe. Ne? Also ja, bei aller Sympathie, wenn man sich anguckt, was da drauf guckt. Das ist genauso beim Auto. Ne? Was ist das für eine Perversion in Deutschland? Wir haben ein angeblich so hohes grünes Bewusstsein und die höchsten Zuwachsraten bei den Autos hat der SUV in Deutschland. Ne? Muss man vorstellen. 2016 war es so, dass wir 2,6% Autozuwachs hatten, aber bei den SUVs war der Zuwachs 43%. Stimmt doch irgendwo was nicht mehr. Also insofern muss ich ein bisschen tacheles mehr reden. Ne? Und das heißt beispielsweise bei dem Wachstum, ich komme einfach an dem Punkt nicht vorbei, dass wir natürlich Veränderungen brauchen. Ich möchte auch die ökonomische und die technische Dynamik nicht aufgeben. Es wäre fatal, weil dann kann ich nicht mehr gestalten. Aber eigentlich muss man schrumpfen insgesamt. Also das Ganze muss eigentlich schrumpfen. Wir sind deutlich über dem, was eigentlich ökologisch verkraftbar ist für die Welt. Deutlich in Deutschland und auch in den meisten und eigentlich in allen Industrieländern. Das heißt, im Kern müssen wir über Schrumpfen reden und gleichzeitig eine technisch-ökonomische Dynamik in Gang setzen, die eine andere Struktur unseres Ressourcennutzung, unserer ökonomischen Entwicklung, unserer sozialen Dienstleistungen und so weiter in Gang setzt. Uli, ich sehe nicht, dass wir nicht zumindest in den Minderheitsvoten nicht auch über das Akkumulationsprinzip geredet haben. Das haben wir sehr wohl, aber es hat nicht für die Kommission eine Rolle gespielt. Das ist richtig. Aber da sage ich nochmal, das lag auch an der Kommission. Die Kommission, es war keine Kommission, es war das Zusammensetzen von Parteien mit Wissenschaftlern drum, aber mehr nicht. Es war nicht wie beispielsweise die Klima-Enquete, wo das ganz anders war. Da haben wir Parteigrenzen überwunden. Und das hat man nicht. Ne? Also insofern, das ist alles beschissen. Ich will einen Punkt nennen, wo ich glaube, dass über die Alternative am besten heute etwas entwickelt werden kann. Und das ist für mich die Zukunft der Stadt. Also es gibt natürlich in vielen Feldern, ich will das jetzt hier nicht abwerten, beispielsweise müssen wir natürlich die ganzen industriellen Agrarstrukturen überwinden. Und das ist eine Frage, die vor allem natürlich den ländlichen Raum trifft. Aber ich will trotzdem sagen, aus meiner Sicht ist der Kern, also sozusagen das große Experimentierfeld für eine neue Form der Gesellschaft, die nicht mehr autogerecht ist, die Kreislaufsysteme entwickelt, die die Verdichtung über die Ausweitung stellt oder so, ist die Stadt. Und das ist auch der Bereich, wo sozusagen ein neues republikanisches Bewusstsein entwickelt werden kann. Alle verändernden Bewegungen sind von Städten ausgegangen im Wesentlichen. Ne? Und ich glaube, dass also die Idee der Stadt neu definiert werden muss, wie man, um es mal auf den Punkt zu bringen, wir werden im Jahre 2050 etwa 6,5 Milliarden Menschen weltweit in Städten haben. 6,5 Milliarden Menschen. Das heißt, 2/3 aller Weltbevölkerung wird in Städten leben. Und was in diesen Städten passiert, wird entscheiden über Klimawandel, über Ressourcenumgang und so weiter.
über Autoverkehr und so weiter. Ne? Und deshalb, wir müssen mal wieder darüber nachdenken, wie die Zukunft einer Stadt aussehen kann, die sozial und umweltverträglich ist. Also die beides miteinander erfüllt und gleichzeitig mehr Demokratie möglich macht. Also alle drei Säulen müssen da entfaltet werden. Und da finde ich, das ist eigentlich die spannendste Diskussion, die wir haben. Wurde ja vorhin gesagt, wir geben so eine Zeitschrift heraus, wo wir uns mit Transformationsfragen beschäftigten. Und da haben wir eine gemacht zum Thema Stadtökologie. Und die hat die meisten Reaktionen gefunden. Das fand ich hochinteressant, weil die Städteplaner, die Architekten, die sagen uns, wir sind völlig auseinander. Ihr habt mit der Ökologie zu tun und wir eigentlich was mit Bebauung und so. Aber wir haben eins gleich. Wir beide müssen über Zusammenhänge nachdenken. Und das muss man nutzen. Das ist wirklich so. Ich wüsste auch nicht, wo im Augenblick sonst eine wirklich große, weitreichende Bewegung entsteht. Wir machen jetzt mit den Gewerkschaften zusammen Arbeitskreise, weil wenn man mit denen redet, die wissen ja auch, dass mit der Automobilindustrie so wie heute geht nicht weiter. Die wissen ganz genau, dass das auch mit der Kohle so nicht weitergeht. Nur sie sagen es nicht öffentlich. Das ist der Punkt. Und zwar, weil sie vor drei Fragen Angst haben. Erstens, dass die Wirtschaft massiv zusammenbricht und man dann vor allem die Arbeitsplatzproblematik hat. Zweitens, weil der soziale Zusammenhalt für sie ein zentraler Punkt ist, der bisher bei denen an Wachstum gebunden ist. Da kann man ja diskutieren, wie man will. Und weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, was das auch an Radikalisierung in ihrem eigenen Laden. Man soll sich nichts vormachen. Auch beispielsweise in den Gewerkschaften ist der Anteil der potenziellen AfD-Wähler über 15%. Ne? Also macht man sich da nichts vor. Ne? Jedenfalls in so einer Situation finde ich es hochinteressant, wie wir mit den Gewerkschaften so diskutieren, dass wir deren Zwänge akzeptieren, aber gleichzeitig sie nicht tolerieren. Das ist ja was anderes. Ne? Also wie man jetzt Strukturen aufbaut, wie man das hinkriegt. Denn wir werden, siehe Amerika, das nicht hinbekommen, wenn die ganzen eher sozial orientierten Teile der Gesellschaft auch noch wegbrechen. Dann werden wir ökologisch keine Chance haben. Ich finde es schlimm genug, dass heute über Ökologie in Deutschland fast überhaupt nicht mehr geredet wird. Das ist natürlich ein Teil, sehe ich persönlich, auch Schuld der Grünen, weil sie die Weiterentwicklung nicht begriffen haben, die da auf dem Feld stattfindet. Aber es ist trotzdem ein Problem. Wenn wir es nicht hinkriegen, Ökologie mit Soziales zu verbinden, dann werden wir die Transformation, den Umbau nicht hinbekommen. Und deshalb müssen wir sehr viel intensiver darüber nachdenken. Also beide Felder, soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit miteinander zu verbinden und die Idee von Stadt als sozusagen Nukleus für Veränderungen stärker herausarbeiten. Idee von Stadt, da würde ich ganz gerne noch ein Stückchen weitermachen. Du hast Rio schon genannt. Ich glaube, wir waren beide dort gewesen. Nee, ich bin aus Protest nicht hingewiesen. Aus Protest, gut. Ich habe nicht protestiert, sondern bin mit hingewiesen. Wir haben unheimlich viele Diskussionen mit NGOs gehabt und so weiter. Ich habe auch viel mitgenommen davon. Rio war auch der Start für die lokalen Agenden 21 damals gewesen. Das heißt, die Frage, und du hast es gerade mit Stadt so ein bisschen beschrieben, aber vielleicht sollten wir da nochmal nachhaken. Also die Frage, inwieweit das, was sozusagen an der Basis entstehen könnte, durch Gestaltung vor Ort, nämlich konkret, gemeinsam mit vielen anderen, unabhängig von Parteizugehörigkeit und Vereinen und Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Seht ihr, da würde ich ganz gerne bei euch nochmal, seht ihr eine Chance, darüber möglicherweise doch zu einem neuen gesellschaftlichen Diskurs zu kommen, der deutlich macht, welche Dramatik eigentlich in der gegenwärtigen Zeit besteht und wie dringend es notwendig ist, zu handeln? Naja, also ich glaube, diese Agenda 21-Geschichten, die waren wirklich beflügelt und beflügelnd von diesem Gedanken, wir müssen unsere Lebensweise verändern, damit wir quasi eine gewisse Art von solidarischer Perspektive auf diesem Planeten haben. Aber die sind eben sehr schnell oder vielleicht nicht so schnell, aber doch ziemlich dramatisch gescheitert an den Machtverhältnissen und an der Tatsache, dass eben bestimmte Interessengruppen auch in Kommunen einfach so weitermachen. Und dann kann die Erkenntnis noch so groß sein und der gute Wille noch so groß, aber wenn eben
die Entscheider nur mit dem Auto unterwegs sind, dann haben die nicht die Perspektive, da wirklich eine Fahrradinfrastruktur zu machen. Und es sind eben, ich sage jetzt mal, zwar eine Menge Weltläden entstanden und die gibt es auch noch, aber die Supermärkte und die Bio-Supermärkte, die wie Pilze aus dem Boden schießen, konterkarieren das komplett, also was da als an interessanten Ansatz drin steckte. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, dass man zum Schluss dabei landet, irgendwie Recyclingpapier in der Stadtverwaltung durchzusetzen oder Nicaragua-Kaffee im Rathaus getrunken wird und mehr nicht, dass das viele nachhaltig auch frustriert hat. Also die quasi über so eine Ebene, wir tun uns zusammen und reden drüber und haben gute Ideen, dass das eben nicht ausreicht. Und Uli hat es vorhin schon angesprochen und ich will es nochmal vertiefen. Ich bin überzeugt davon, dass man wirklich konfrontativ und konfliktiv argumentieren und agieren muss. Es ist nicht eine Frage der Erkenntnis und dass man damals schon gewusst hat, wie es laufen würde, sondern es ist eisenhart so, dass es Interessen gibt daran, dass es so weiterläuft und da eine ganz bestimmte kleine Gruppe von besonders einflussreichen und mächtigen und besonders reichen globale Eliten einfach, ich sage jetzt mal, unglaublich viel Einfluss nehmen können auf die politischen Gestaltungsprozesse, auf die Werbung, auf alles Mögliche, auf die mediale Widerspiegelung. Ich habe dieser Tage, vorgestern oder so, im Deutschlandradio Kultur ein Essay über Reichtum gehört. Hat sich so ganz langsam rangetastet an diese Frage, was ist eigentlich Reichtum und so, und landete dann eben bei der Feststellung, dass in den USA 1% der Hyperreichen immer ihren Reichtum weiter vermehrt haben, dass die in völlig gated communities leben, sich eigene Stadtteile errichten lassen, die hermetisch abgesichert sind und abgeriegelt, da kommst du nicht rein, also da kann man auch nicht mal eben durchspazieren. Und deren Wahrnehmung von der Welt und ihren Problemen ist eine völlig andere. Aber das sind diejenigen, die eben die Deals mit den politischen Entscheidern machen. Und ich glaube, dass ja, das glaubst du nicht. Wenn sie nicht wüssten, wie die Welt ist. Entschuldigung. Das ist für die aber relativ, also ich sage jetzt mal, deren Wahrnehmung ist, dass sie da durchkommen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, das hast du in dem Buch beschrieben. Ja, sie haben möglicherweise Angst davor, aber sie kommen trotzdem gut durch. Also ich meine, wovor haben die denn Angst? Die sind vor allem abgeschottet, die können sich alles erlauben und irgendwann sind sie tot. Also das ist irgendwie so... ja, ich will jetzt nicht alles auf diese kleine Gruppe schieben, aber ich glaube, wenn man das nicht in den Blick nimmt... Das tun wir doch, aber... Jein. Das ist also eine zu einfache Erklärung, Entschuldigung. Ich finde aber, dass in den ganzen Diskursen um Klimawandel und man muss jetzt, man muss sozusagen irgendwelche Ziele verfolgen und man macht ewig lange Erklärungen und man macht die globalen Nachhaltigkeitsziele und so weiter, dass bei diesen ganzen Prozessen ziemlich außen vor bleibt, welche Interessengruppen es gibt, die in die genau entgegengesetzte Richtung steuern. Und ich finde, da ist einfach die ökologische Debatte blind für, ich sage es jetzt mal, vielleicht Klassenfragen oder für die soziale Frage. Für die soziale Frage, die nicht heißt Sozialpolitik, sondern die heißt, wie sind eigentlich die Machtverhältnisse und wie kommt man aus diesen kapitalistischen Strukturen heraus. Und da, insofern finde ich jetzt auch wieder die Stadtfrage interessant, weil sich daran, weil sich am ehesten, glaube ich, auf lokaler Ebene ausprobieren lässt, was es an Möglichkeiten gibt, aus kapitalistischen Zwangsverhältnissen sozusagen Auswege zu finden. Das ist sicher nichts, was man irgendwie mal eben in einer Stadt wie Berlin oder so machen kann, aber Ansätze dafür zu entwickeln und das auch zu politisieren. Also wie die Kote-Initiative, die eben gegen die
den Aufkauf ihres Kiezes durch internationale Investment, Immobilieninvestmentfonds kämpft und das eine sehr konkrete Auseinandersetzung ist und darüber aber auch ganz viel thematisiert wird an, was bedeutet es eigentlich sozusagen Leben in der Stadt und wer hat da welche Interessen und wie organisieren wir uns, damit wir unsere Interessen durchsetzen können. Da sind wir genau eigentlich auch bei der Frage der Alternativen. Also warten wir darauf, dass sich die Machtverhältnisse verändern. Ich würde die eine Runde noch machen und dann sind Sie sofort dran. Ändern wir die Machtverhältnisse, machen wir eine Revolution. Wo sind die Leute, die da mitlaufen zum Beispiel? Also was ist tatsächlich die Alternative in dem Wissen darum, wie die Situation ist, wie dramatisch tatsächlich die Situation ist? Wo ist dann die Alternative dazu? Was müssen wir tun? Wie können wir Mehrheiten gewinnen möglicherweise? Wie geht's weiter? Ja, Rio, weil Rio gefallen ist. Ich habe damals ein Jahr in Argentinien studiert und bin nach Rio, das ist, war 3000 Kilometer mit dem Bus, eine ganz wichtige Erfahrung, sozusagen A, die Länder kennenzulernen, aber auch B, so einen Ton von Versöhnung in Rio kennenzulernen. Das war keine wütende Atmosphäre. Das fand ich für mich, ich war damals heute würde man sagen Ende Bachelor, und das war, hat mich geprägt. Das ist genau 25 Jahre, im Juni 92, genau 25 Jahre ist es her. Drei Gedanken zu dieser Frage der Alternativen. Ich denke, das ist schon gefallen, was sind die zentralen Konflikte? Und wir haben ja Konflikte um Braunkohleförderung. Die gibt es ja, die sind schwach, aber sie werden wahrgenommen. Wir haben, ich habe angefangen, den Konflikt um die dritte Piste. Ich nenne das immer so, was sind die Zentralkonflikte, entlang von denen mehr aufscheint. In Österreich gibt es zwei historisch zentrale Umweltkonflikte. Das ist die Au von Hainburg, wo ein Wasserkraftwerk gebaut werden sollte, was verhindert wurde mit großen Protesten, und ein Atomkraftwerk in Zwentenburg, was damals die Kreisky-Regierung zum Stürzen gebracht hat, weil Kreisky für Atomkraft war. Und heute gibt es einen Riesenkonsens in Österreich gegen Atomkraft. Also was scheint in den Konflikten auf? Und vielleicht könnten wir in ein paar Jahren sagen, der Konflikt um die dritte Piste war so ein Zentralkonflikt. Und hier ist es die Braunkohle zum Beispiel, ne? Ein zweiter Punkt mit diesen Spannungen, mit diesen Konflikten. Bei der Konferenz in Essen, die ich erwähnt habe, gab es Arbeitsgruppen, und es war aus meiner Sicht politisch erstklassig zu sagen, wir nehmen uns Themen vor, ich bin rein als Zuhörender in die Arbeitsgruppe, zu Stadtentwicklung. Und da gab es Beiträge, die klar gemacht haben, eine soziale Stadtentwicklung, Recht auf Stadtbewegung und so weiter, könnte sich konterkarieren und in Spannung kommen mit einer ökologischen Stadtsanierung. Weil die ökologische Stadtsanierung, die ökologisch geboten ist, könnte zur Aufwertung führen. Total interessante Diskussion mit Leuten, die da gesprochen haben. Und dann meldet sich einer im Publikum und sagt, ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich bin doch hier bei der Linken und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Keiner stellt die zentrale Verbindung her zwischen Recht auf Stadt und ökologischer Stadtsanierung, nämlich die Eigentumsfrage. Wer verfügt denn über die Stadt und sowohl über die soziale Stadt wie auch über die ökologische Stadtentwicklung? Das war ein Aha-Erlebnis für mich. Also diese ganz tolle Anlage der Konferenz, in allen Feldern die Spannung zu diskutieren. Aber das ist nicht die Magic Bullet, das ist nicht der zentrale Punkt. Aber das ist ja der linke Einsatzpunkt, die Erfahrung, Recht auf Stadt, soziale Stadtentwicklung und ökologische Stadtentwicklung. Aber wer verfügt denn über die Stadtentwicklung? Zweiter Punkt. Also neben diesen Konflikten, draußen, wenn man reinkommt zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, diesen wunderbaren Spruch von Peter Weiß, die soziale Revolution zieht ihre Kraft nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft. Und wie wird, und da bin ich gespannt auch auf die Erfahrung jetzt gleich in der Diskussion, wie wird denn Zukunft vorgestellt von Stadtentwicklung? Und da würde ich sagen, weil du sagst Revolution, es gibt einen sehr guten Begriff von Dieter Klein hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der doppelten Transformation. Joachim Hirsch hat das in den 80er mal den radikalen Reformismus genannt und vor 100 Jahren Rosa-Luxemburg-Stiftung die revolutionäre Realpolitik. Mein Punkt wäre nicht das Klein-Klein des Nicaragua-Cafés zu denunzieren. Es ist blöd, wenn die nur Nicaragua-Kaffee wollen, sondern wie in den Initiativen heute, die notwendig reformerisch sind. Dieter Klein sagt, wir müssen überhaupt wieder einen einigermaßen zivilisierten Kapitalismus hinkriegen, sonst müssen wir gar nicht von Sozialismus sprechen. Also in den Initiativen einer Reform des Kapitalismus heute gegen den Finanzmarktkapitalismus, gegen die neue Immobilienwirtschaft in, ob das Zürich, Basel, Wien, Berlin, wie auch immer ist, dass da was aufscheint von Zukunftsfähigkeit. Das ist das Spannende. Da zieht die Revolution ihre Kraft her. Also in Österreich gibt es jetzt eine Debatte in Wien, das Rote Wien kennen viele, also die große radikale Stadtpolitik der 1920er, 1950er, 60er. Dann hat die Stadt Wien das aufgegeben. Und jetzt gibt es Debatten über die Genossenschaften hinaus, dass die Stadt Wien wieder investiert. Und dann ist doch die Frage,
Wie macht sie das? Macht sie es nur mit dem sozialen Auge gegen die FPÖ, wichtig genug? Oder sagt sie, wir müssen beispielsweise kleine Wohnungen schaffen? Das Stadtwachstum ist ja nicht nur Zuwanderung von Einwohnerinnen, das ist ja unsere Zunahme von Wohnfläche, ganz dramatisch. Wird immer abgewehrt. Ja? Es ist ja nicht nur der Zuzug. Wie wird jetzt eine Stadtentwicklung gemacht, die Wohlstand schafft, statt gerade in so Pendlerstädten wie Berlin oder Wien, die eine Wohnung schafft auf 35 Quadratmeter, die lebenswert ist und nicht 60. Das sind wichtige Fragen, wo die Zukunft gedacht wird. Ein Freund von mir ist Oberbürgermeister von Konstanz, der Stadt am Bodensee, wo ich herkomme. Und der hat jetzt eine Ausschreibung gemacht, holt sich Architekten rein. Und die Architekten sollen in der Universitätsstadt, Pendlerstadt Konstanz, 40 Quadratmeter Wohnen designen im Neubau. Nicht 60. Ja? Weil wie kann man wohlständig auf 40 Quadratmeter leben? Und der letzte Punkt wäre, und übrigens Zukunftsfähigkeit, der Plan B der Bundestagsfraktion ist für mich ein Musterbeispiel von gut gedachter Zukunftsfähigkeit. Ne? Da wird Zukunft gedacht. Und der letzte Punkt, weil wir schon gesprochen haben über Fluglärm. Ich war gestern Abend bei einer Geburtstagsfeier der Mutter meiner Lebensgefährtin, wurde 80 in Frankfurt am Main. Und ich sitze da im Garten abends, mitten in Frankfurt und höre eine Autobahn, die A666, glaube ich, die ist so eine Tangente bei Frankfurt. Und die war relativ weit weg und es ist total unangenehm, alleine da zu sitzen und den Lärm zu hören. Das war unerträglich, so ein Wummern im Hintergrund. Ja. Und jetzt ist meine Frage, warum akzeptieren wir, ich habe lange in Offenbach gewohnt, den Fluglärm? Warum akzeptieren wir, was ist sozusagen die Erniedrigung im Alltag anzuerkennen, das ist halt so Kollateralschaden der Moderne. Und das fände ich jetzt spannend, neben anderen Punkten, die wir jetzt gleich haben. Gibt es mehr Unmut in der Gesellschaft, als wir denken? Und dieser Unmut wird kaum aufgenommen. Und wir sind ja hier im Haus auch des Neuen Deutschland. Und Tom Strohschneider hat, finde ich, einen ganz spannenden Begriff geprägt vor einigen Monaten. Der dritte Pol. Es gibt den Merkel-Pol. Es gibt den AfD-Pol und es gibt einen nicht konturierten linken emanzipatorischen Pol, der zurzeit keinen Partei- oder wenig parteipolitischen Ausdruck hat, der aber viel stärker ist, als wir denken. Das leuchtet auf in der Flüchtlingsbewegung und woanders. Das fände ich spannend, da nochmal weiterzukommen und zu sagen, gibt es mehr Unmut in der Gesellschaft? Ulrich Duchow kam rein, ich war auf einer Tagung von Kairos Europa, da kam dieser Gedanke wunderbar auf von einem Kollegen von dir. Gibt es eine sozialmoralische Mehrheit in der Gesellschaft, die wir vielleicht zu wenig sehen. Ja, und dann würde sich mehr auftun, als wir denken. Nur eins, also bei aller Wertschätzung für Tom Strohschneider, ich glaube, es ist ein Begriff, den Micha Brie geprägt hat. Danke, Conny, sie bestätigt das. Das wollen wir also sozusagen, er ist jetzt gerade mal nicht drin, er hätte das möglicherweise bescheiden, wie er ist, von sich gewiesen. Aber es ist tatsächlich die Frage, also wie entstehen gesellschaftliche Mehrheiten, bevor dann möglicherweise politische Mehrheiten entstehen, die tatsächlich zu anderen, zu auch anderer Politik führen können. Und ich finde das auch eine ganz spannende Debatte. Aber jetzt war eine Frage. Und deswegen einfach los. Wenn Sie vielleicht nach vorne kommen könnten und das Mikro nehmen würden, damit wir das auch richtig aufgezeichnet kriegen. Danke. Wo war? Hier. Entschuldigung. Ja. Ja, mein Name ist Roland Zieschang vom Forschungszentrum für Umweltpolitik. Und weil Michael Müller das vorher auch gesagt hat, sozusagen die Fakten oder die Realität nochmal zu sehen. Ich habe so ein bisschen die Diskussion natürlich auch verfolgt um die Enquete-Kommission. Ich glaube, es gab drei Fehler nach meiner Wahrnehmung, warum sie so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Der erste ist der, dass man sich fixiert hat auf den Kapitalismus von der kritischen Seite. Wenn man die Umweltbelastungen und auch die sozialen Verhältnisse ansieht in den sogenannten BRICS-Staaten, dann sieht es wesentlich schlechter aus. Wenn man in Russland beispielsweise in Energie- und Rohstoffverbrauch, der ist 80 Mal höher für dasselbe Produkt. Das sieht zum Teil in Indien nicht sehr viel anders aus. Also es wäre eine Illusion zu glauben, wenn wir quasi jetzt hier uns gegen Kapitalismus alleine wenden würden, hätten wir diese Umweltprobleme, die planetaren Grenzen, ein Stück weit eher im Griff. Das wäre, glaube ich, eine Illusion. Die höchsten Umweltbelastungen finden in Relation sozusagen immer noch in anderen Ländern statt. Also es ist einfach so jetzt. Das hilft uns nicht weiter, sozusagen alleine da drauf zu schauen, sondern drückt nochmal aus, wie massiv das Problem ist. Und das Zweite ist eben, wir haben dann die Idee, dass Postwachstum eine Lösung sein könnte. Und auch das stimmt in einigen Bereichen nicht. Und zwar überall da, wo wir
Akkumulationsprozesse haben von Umweltbelastungen. Ob die nun aus Indien kommen, aus Brasilien oder ob die nun aus Deutschland kommen, ist dann völlig egal. Wenn sich die Dinge hinterher in den Meeren sammeln, dann haben wir in 10, 20 Jahren, so haben das Forscher ausgerechnet, sozusagen mehr Plastikmüll vom Gewicht als Fische. Wir haben auch jetzt schon andere Akkumulationsprozesse im Boden. Das heißt, im Endergebnis werden wir selbst mit einem Nullwachstum, wenn man es denn erreichen würde, die Umweltprobleme nicht lösen können in einigen Bereichen. Und zwar deswegen, weil selbst bei Nullwachstum wir jedes Jahr neu diese Stoffströme haben. Sie sind zwar nicht gewachsen, aber sie sind immer noch mal neu. Das sind gigantische Stoff- und Energieströme. Was die Schlussfolgerung daraus ist, ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Umweltpolitik. Das muss ein ganz zentraler Punkt sein, um den man gar nicht drum herum kommt und damit natürlich auch die Machtfragen und die Frage, was die Rolle des Staates ist. Und das Dritte, was vielleicht ein bisschen unterschätzt worden ist, ist eben in der Tat die Frage der Kommunikation. Michael Möller hat es angesprochen, die Medien sind gegenwärtig nicht imstande oder werden auch nicht animiert, solche Themen nochmal in den gesellschaftlichen Diskurs mit reinzubringen. Es könnte ein spannendes Thema sein. Kann ich nachher noch ganz kurz was sagen, weil ich auch eine Veranstaltung dazu noch mitmache. Wo in welchen gesellschaftlichen Orten wird darüber auch diskutiert oder weitergesprochen? Und da ist es schon so, glaube ich, wie Uli auch das sagt, es gibt sehr viele sozusagen subkutane Prozesse. Es ist kein Zufall, dass jetzt zur selben Zeit beim Bundesverband der deutschen Industrie eine Tagung stattfindet über Grenzen des Wachstums. Und es ist, ich weiß es zufällig, keine Alibi-Veranstaltung, weil ich die Veranstalter kenne, die das gemacht haben. Also BDI setzt sich zumindest, was auch immer, aber es findet statt und es finden auch übrigens große Konferenzen zu den planetaren Grenzen statt. Das war vor 14 Tagen, gab es eine große internationale Konferenz in Berlin. Also insofern gibt es Prozesse, wo man in der Tat fragen kann, da hat es ganz neue Ressourcen und wie kriegen wir die vielleicht auch zusammen? Und vielleicht noch eine Anregung, um das ins Positive zu wenden, wo die großen Chancen vielleicht auch liegen oder Konfliktlinien neben der Stadt, dem würde ich auch zustimmen, das ist der Verkehrsbereich. Ich war vor einer Woche bei einer Veranstaltung des Tagesspiegels über E-Mobility. Und was erkennbar war, ist, dass es die deutsche Automobilindustrie kurz vor der Panik steht über die Prozesse, die ablaufen in China. Und zwar deswegen, weil es immer heißt, in China gibt es eine Quote. Das heißt, man kann weiter nur Autos verkaufen, wenn man auch Elektroautos sozusagen als Quote verkauft. Es wird immer argumentiert, es sei ein Umweltargument, das ist es sicher auch. Aber was China macht, ist die gesamte deutsche Industrie und auch die von anderen Staaten, die lange im Automobilsektor sind, ad absurdum oder obsolet zu machen, indem sie auf Elektromobilität umsteigen. Sie haben 7, 8 Jahre probiert, hier den Anschluss zu bekommen, haben das nicht geschafft und haben jetzt erkannt, dass über die Elektromobilität praktisch das Know-how von 30, 40, 50 Jahren hochtechnologischen Wissens praktisch nichts mehr wert ist und auch die deutschen Zulieferer betreffen wird. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, der jetzt die Gewerkschaften betreffen wird, weil es gibt die These, dass eben die Automobilindustrie sozusagen die nächste Branche ist, die wie bei der Steinkohle oder die Stahlbranche eben kurz davor steht, in dieser Weise sich verändern zu müssen. Und an diesen Änderungsprozessen kann man gut mit der Stadtentwicklung anschließen, an diesen Veränderungsprozessen kann man gut die Verkehrswende und die Energiewende zur Sprache bringen. Und das wäre ein Beispiel, wie die neuen Diskurse aussehen könnten, aus umweltpolitischer Sicht, sage ich mal. Gut, vielen Dank. Ich würde Fragen sammeln, wenn jetzt noch weitere Fragen da sind. Sonst würden wir jetzt einfach dazu erstmal was sagen und Sie überlegen noch ein Weilchen. Ich würde ganz gerne nur noch eine Ergänzung dazu. Reicht es tatsächlich, über Umweltpolitik zu sprechen, wenn wir über diese Fragen reden, über die wir heute reden? Michael Müller hat es schon deutlich gemacht, also ökologisch-soziales zu verbinden, aber auch die Demokratiefrage zum Beispiel, Stadtentwicklung, Regionalplanung und so weiter. Ich glaube, dass wir hier sozusagen eine Querschnittsfrage haben. Ja. Und erreichen wir das tatsächlich schon? Oder ist nicht das möglicherweise sogar die Chance, mit dem Thema tatsächlich auch breitere Kreise zu erreichen, wirklich so einen gesellschaftlichen Diskurs zu erreichen? Also wenn ich über Stadt rede, dann meine ich da nicht Nicaragua-Kaffee oder Recyclingpapier oder sowas, sondern dass wir natürlich darüber nachdenken müssen, wie Zukunftsmodelle aussehen. Und die Entwicklung beispielsweise der Städte, die polarisiert sich im Augenblick. Entweder die Städte werden immer mehr kommerzialisierte Investorenmodelle, wo eine Mall neben der anderen ist,
oder es sind verelendete Innenstädte. Beide Modelle polarisieren sich heute. Aber das, was sozusagen mal die Idee der Stadt war, wie sie auch Mitscherlich und schon andere formuliert haben, also als vitaler republikanischer Lebensraum, der ist gefährdet. Und wenn ich sage, wir können was verändern über die Idee der Stadt, dann meine ich genau das. Da meine ich nicht, also so wichtig das ist, mal ein Café an der Ecke, sondern da meine ich sozusagen eine bestimmte Kultur. Eine sozial-ökologische Kultur, die sich entfalten muss und die diesen ganzen Unsinn, der sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, mit dem überbordenden Verkehr und so weiter, zurückdrängt. Und da bin ich auch von überzeugt, wer das hinkriegt, der hat ein Zukunftsmodell. Dasselbe ist doch, ich meine, man kann doch, ich bin der Letzte, der nicht über Interessen und über Macht oder so reden will. Aber dass beispielsweise Trump die Mehrheit gewonnen hat in den USA, liegt auch daran, dass die Linke beispielsweise den Industriegürteln in den USA keine Perspektive aufgezeigt hat. Ja, guckt euch das mal genau an, die Wahlergebnisse da. Sehr präzise, das Ruhrgebiet in den USA, da sind von 6 demokratisch regierten Staaten 5 an die Republikaner gegangen, oberhalb von Chicago und so weiter, weil die sozusagen in den traditionellen Strukturen keine Zukunft mehr gesehen hat. Und dann kommt so einer hin, so ein Schmaldenker wie oder so ein Stammtischpolitiker wie Trump, der sagt, wenn er mich wählt, habt ihr eine Zukunft. Ne? Obwohl das absoluter Quatsch ist. Aber die Leute hatten keine Perspektive mehr. Und deshalb warne ich auch davor, das zu reduzieren. Nur es gibt da ein paar, die Macht und Herrschaft vertreten. Das gibt es. Überhaupt nicht klein machen. Aber von der Linken erwartet man mehr. Von der Linken erwartet man vor allem Gegenmodelle, die attraktiv sind, die ein gutes Leben klar machen und so weiter. Und wenn wir von Transformation reden, da finde ich, muss man auch klar machen, was man darunter versteht. Ich verstehe unter Transformation beispielsweise nicht, was der WBGU und was jetzt zuletzt das Öko-Institut definiert hat, das sei eine Zukunftsvision, die Transformation, sondern ich sehe da zuerst einen ökonomischen Prozess. Also da bin ich anderer Auffassung. Ich bin da eher bei Karl Polanyi und seiner Theorie der Entbettung der Ökonomie, die umso mehr eine politische Gestaltung erfordert. Aber wenn ich darüber rede, über politische Gestaltung, dann muss ich auch klar machen, was ich will mit politischer Gestaltung. Das ist eben auch die Frage eines visionären Überhangs, den ich entwickeln muss. Ne? Also ich muss beispielsweise die Frage stellen, wenn wir heute in einer Welt offener Märkte unter totalen Digitalisierung sind, was muss ich tun, um dort die Gefahren zu begrenzen und was muss ich tun, um auch manche Chancen aus dieser Entwicklung zu nutzen? Welche politischen Strategien brauche ich da? Und da muss man einfach sehen, so leid mir das tut, kommt von der Linken bisher zu wenig. Da sind wir, also beispielsweise die Gewerkschaft, noch viel zu sehr in dem alten Wachstumsglauben. Da sind die Parteien noch viel zu sehr sozusagen in ihrer niedergehenden Welt oder der Austeritätspolitik oder was auch immer. Aber die wird so lange bleiben, solange man keine Vision dagegen setzt. Und genau das ist das Problem. Plan B sollte so ein bisschen was wie die Vision sein, ist aber ein Stück hängen geblieben, stockt. Was kann man machen? Ich meine eine gesellschaftliche Vision. Ich meine nicht nur die Vision in einzelnen Teilbereichen. Ich spreche von einer gesellschaftlichen Vision. Das ist ein Unterschied noch. Okay, da wären wir übrigens fast bei Marx schon wieder. Das wäre dann eine andere Veranstaltung. Kriegen wir aber auch noch hin. So, Sabine, jetzt nochmal. Plan B. Ist es das? Ist es das nicht? Wie müsste man arbeiten und wen braucht man dafür? Also ich möchte mich jetzt mal hier ein bisschen ärgern, weil ich finde, der Begriff Die Linke ist irgendwie ein Totschlagargument. Es ist keine Die Linke vorhanden. Und wenn man sich die USA anschaut und Trumps Erfolg, dann kann man ja auch sagen, wenn man Clinton als Die Linke hinstellt, dann ist es völlig klar, dass das nicht die Alternative ist, die sozusagen aus dem sozialen Elend und auch aus dem ökologischen Elend herausführen kann. Es klang jetzt aber so und ich meine, dass die Linke keine Konzepte und keine Alternativen und keine anfassbaren Vorstellungen hat. Es ist einfach nicht wahr. Es ist ganz viel niedergeschrieben und
Das heißt aber nicht, dass es sozusagen eine breite linke Bewegung gibt. Das hat auch was damit zu tun, dass eben ein Teil der Linken in einer industriesozialdemokratischen Tradition festhängt. Das will ich jetzt auch durchaus für meine Partei in Anspruch nehmen. Da ist es auch vorhanden. Ich finde es nicht so schlimm, aber also nicht so stark ausgeprägt. Aber die Frage, also ich finde zum Beispiel hochbrisant und spannend die Frage, was eine sozialistische oder kommunistische Linke für Vorstellungen zu bieten hat. Und Uli hat es gerade mit der Frage, wem gehört die Stadt, angesprochen. Also darüber sozusagen demokratische Verhältnisse herzustellen, um tatsächlich entscheiden zu können, was wird denn da aus der Automobilindustrie oder wie werden denn die Wohnsituationen in Zukunft aussehen. Das ist ja überhaupt nicht so, dass man darüber keine Vorstellungen hat. Also Berlin ist ja auch wirklich hier ein Paradebeispiel. Die sozial-ökologische Kultur einer Stadt, die war hier weit entfaltet. In einer Zeit, als Berlin noch uninteressant war für die Kapitalinvestoren, die ganzen freien Flächen und verfügbaren Immobilien und so weiter sich unter den Nagel reißen und im besten Falle irgendwie noch schön sanieren, im schlimmsten Falle einfach nur vermarkten. Und man hat gesehen, dass in dem Maße, wie Berlin eben tatsächlich für Immobilienanleger interessant wurde und auch offen dafür war natürlich, sich diese sozial-ökologischen Spielräume total verengt haben. Also da gibt es ja kaum noch was übrig geblieben ist. Ja, aber wo war da die Politik zum Beispiel? Genau. Es gibt immer noch keine Gesetze, die greifen. Also, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das ja vom Himmel gefallen und man hätte nichts dagegen tun können. Nein. Ich sehe das auch überhaupt gar nicht so und ich wollte noch mal auf das Beispiel der Automobilindustrie kommen. Also natürlich ist der Verkehrssektor ein ganz brisanter und das hat sowohl mit der Stadt als auch mit den Zumutungen sozusagen des Lebens zu tun. Und wenn man quasi die Politik macht, die Vertreter der Automobilindustrie gerade pushen, dann macht man so eine Politik, wie sie Dobrindt gerade macht. Man fördert Elektroautos, man gibt dafür ein irrsinniges Geld aus, man fördert das autonome Fahren und tut sozusagen alles, um den Status quo zu verlängern. Also da geht es gar nicht darum, aus der Automobilgesellschaft Auswege zu finden, sondern da geht es darum, neue Geschäftsfelder für die deutsche Automobilindustrie zu kreieren. Und ja, das ist alles immer so einfach, aber ich kriege das wirklich hautnah mit. Und ich meine, der Abgasbetrugsskandal, an dem sich alle Autokonzerne beteiligt haben, fast alle, jetzt wird auch noch sozusagen dokumentiert, dass Bosch ein zentraler Beteiligter ist und so weiter, hätte natürlich eigentlich eine hervorragende Grundlage dafür gegeben, zu sagen, okay, mit dieser herrschenden Mobilitätsstrategie sind wir auf dem Holzweg. Das kann so nicht weitergehen. Wir vergiften unsere eigene Bevölkerung. Wir müssen dafür sorgen, dass wir aus dieser Automobilität Auswege finden. Und das hätte bedeutet, dass man diskutiert, wie muss denn der öffentliche Nahverkehr aussehen? Wie müssen denn Fahrradinfrastrukturen gestaltet werden? Was kann der Bund dazu beitragen, damit es so funktioniert, dass die Menschen trotzdem die Orte ihres Lebens erreichen? Wie kriegen wir das denn hin, dass die 7,4 Milliarden Euro Dieselsubventionen, die jedes Jahr sozusagen den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern vorenthalten werden, wie kriegen wir das hin, dass wir das Geld sinnvoll verwenden, zum Beispiel um niedrigere Fahrpreise im ÖPNV und so weiter. Es wird alles nicht diskutiert, sondern es wird diskutiert, wie kriegen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen fürs autonome Fahren hin, weil der VDA, der Verband der Automobilindustrie, sagt, das ist die Zukunft in unseren Städten, das sagen sie ja, und reklamieren damit schon sozusagen, dass es ihre Städte sind. Und ich glaube, genau, also jetzt sozusagen die Chinesen dafür verantwortlich zu machen, dass die Automobilindustrie in Deutschland
irgendwie geschützt, geschont oder sonst was werden muss. Das finde ich überhaupt nicht. Und die entscheidende Frage wäre natürlich auch, wie kriegt man... Das habe ich jetzt nicht gesagt, wenn Sie jetzt... Okay, Entschuldigung. Aber die entscheidende Frage wäre doch, wie kriegt man eine Transformation des Mobilitätssektors hin? Und das geht nicht, wenn man ihn den Automobilkonzernen überlässt, sondern dazu müsste man die Schlüsselindustrie in Deutschland oder eine der Schlüsselindustrien vergesellschaften. Ich sage es mal so hart, wie es ist. Ja. Man müsste dafür sorgen, dass nicht die Aktionäre darüber entscheiden, wie investiert wird, was für Weiterbildungsmaßnahmen die Beschäftigten machen, wer entlassen wird, wer Kurzarbeit kriegt oder wer nicht, sondern dass die Beschäftigten gemeinsam mit politisch Gewählten und Verantwortlichen darüber entscheiden, wie man ein tragfähiges Konzept hinkriegt, dass die Regionen, dass die Menschen in den Regionen mobil bleiben, dass wir Umwelt und Klima schonen und dass die Beschäftigten trotzdem noch eine soziale Perspektive haben, die es ihnen erlaubt, erhobenen Hauptes aus einem solchen Transformationsprozess herauszugehen und nicht als Leiharbeiter, die weggekickt werden und als Stammbelegschaften, die irgendwie hoffen, dass sie jetzt nicht als Nächste dran sind. Ich vermute mal ganz stark, in den Köpfen ist das weitgehend drin. Also man erkennt, dass man so nicht weiterleben kann, dass es mit dem Verkehr nicht weitergehen kann, mit der Kohle nicht weitergehen kann, mit der Umweltbelastung und so weiter. Nur aus den Köpfen, in den Köpfen ist das eine. Die Frage ist tatsächlich, wie ändert man was? Und hier kam gerade der Zwischenruf völlig berechtigt. Was macht denn die Regierung? Das heißt, was müssten Rahmenbedingungen sein? Was müssten politische Veränderungen sein? Und jetzt meine ich nicht Konstellationen, sondern tatsächlich politische Veränderungen, die dazu führen können, dass das, was wir in den Köpfen haben, tatsächlich auch verändert wird und auch so etwas findet wie eine Bereitschaft, daran teilzuhaben. Denn ich glaube, wir brauchen beides. Also nicht nur sozusagen den Druck von oben, sondern auch die Teilhabe derer, die dann betroffen sind. Wollen Sie dazu noch? Ich würde gerne noch mal was sagen. Also ich vermisse eins in der ganzen Diskussion. Einmal finde ich wieder extrem das getrennt. Da sitzen Expertinnen, Experten auf dem Podium und wir können Fragen stellen, aber nichts sagen, also keine Meinung äußern. Mache ich es trotzdem? Nee, klar, habe ich ja auch gerade. Aber trotzdem, erstmal so erlebe ich wieder so eine Art Diskussionssituation. Weil es ging darum, ja auch, wie kann überhaupt Diskussion entstehen? Wie können wir wieder miteinander sprechen? Und ich finde, es fehlen ganz oft einfach Orte. Es fehlen in Berlin definitiv Räume, wo man sich einfach mal treffen kann, um miteinander was zu diskutieren. Das. Und Diskussion heißt für mich aber auch, dass man gemeinsam miteinander spricht und irgendwann auch mal bisschen mehr diese Situation, wie wir sie jetzt haben, so sie da, wir da auflöst. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, noch mal eins zu Ihnen, Frau Leidig, oder wie Sie heißen, Leidig. Ja, ich meine, es ist doch allen klar, dass Deutschland da völlig abhängig ist. Ich meine, von der Autolobby, das ist ja Logo. Ich meine, da müssen wir eigentlich auch nicht weiter drüber reden, aber es geht halt darum, vor allen Dingen finde ich, wie können wir Konzepte entwickeln, die mehr von unten kommen. Und dafür müssen wir miteinander reden. Ich hätte kein Interesse daran, wenn jetzt irgendeine Partei das und das sagt und als neue Idee kreiert, weil es gibt viele Leute, die haben gute eigene Ideen und vieles ist auch schon umgesetzt. Ich meine, das ist auch nicht zur Sprache gekommen, deswegen möchte ich es gern sagen. Es gibt sehr viele Leute, die auf dem Land, in der Stadt schon ganz starke Veränderungen in Gang gebracht haben. Klar, das sind auch immer wenige Menschen, aber es gibt Transition Towns, es gibt solidarische Landwirtschaften, es gibt total viele Sachen. Und ich finde es wichtig, das auch nochmal in den Kopf zu kriegen. Ja, und das auch zu sehen. Und ich denke mal, es hängt sowieso alles letztendlich miteinander zusammen. Und ja, und jetzt sind halt ein paar Punkte hier besprochen worden, aber im Grunde nicht viel, nicht das Gesamte. Ja. Dann bitte ich Sie einfach mal regelmäßig auf die Website zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu schauen und zu gucken, welche Angebote da alle sind. Ich glaube, da findet sich einiges, wo Sie auch mit sich mit Interesse auch einbringen können. Ich bin schon genug beschäftigt. Also. Ja, das ist dann aber ein Widerspruch, den ich hier schlecht lösen kann. Ich würde jetzt zunächst mal an Uli Brandt geben und dann nochmal an Sabine Leidig dazu. Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt. Das ist immer die Frage des Types der Diskussion. Ne? Also wir nehmen natürlich mit diesem Thema das große Ganze im Blick, aber Sabine hat ja viele Beispiele genannt in ihrem ersten Beitrag, dass es ganz viel gibt. Aber klar, wenn wir jetzt eine Fachdiskussion hätten über
Community-Supported Agriculture über Austausch Stadt, Land und so weiter, würde es konkreter werden, andere solidarische Mobilität, der Begriff, den hat ja Sabine mitgeprägt. Eine ganz kurze Bemerkung, erstmal möchte ich mich in aller Form entschuldigen, dass ich den dritten Pol-Begriff nicht Micha Briet zugewendet sozusagen geschrieben habe. Das zweite wäre mit den USA, das Missverständnis kam, glaube ich, auf, wenn du sagst, von den 6 Staaten verlieren die Demokraten 5, das waren natürlich die Clinton-Demokraten, und was wir dringend machen müssen, und hat ja die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, aber alle Sympathie, das ist immer noch ein Unterschied zu Trump. Aber wenn du sagst, was ist daran links, was sozusagen. Habe ich ja nicht gesagt. Ich sage, du hast es suggeriert. Ja. Ich meine. Also, ein bisschen Weltfremd wird es jetzt doch. Nein, Michael, ich wollte eigentlich ein Argument vorbereiten. Mein Argument wäre zu sagen, wenn wir auf ein linkes Projekt schauen, das in dem Rust Belt die Menschen in den Blick nimmt, dann ist es das Bernie Sanders-Projekt gewesen. Das wäre jetzt mein Punkt. Das meinst du ja. Aber ich würde nochmal einen Unterschied machen, das war, glaube ich, der Dissens. Schauen wir, die Demokraten haben verloren mit Clinton und es wäre hochinteressant. Ist ja in Ordnung. Ne? Genau. Ist ja in Ordnung. Trotzdem hat ein Stammtischpolitiker gesiegt. Ganz egal, wie du das bewertest. Es hat ein Stammtischpolitiker, der im Augenblick die Welt an den Abgrund bringt. Ja? Wollen wir mal über die Realität reden? Mein Punkt wäre nur zu sagen, warum sind die Sanders und Corbyns so stark? Warum sind das starke Ansprachen und was ist daran sozusagen an sozialökologischen, emanzipatorischen, feministischen weiter transportiert? Es gibt ja auch andere Bewegungen. Das treibt mich sehr um. Kurz zu Roland Zieschank. Ich habe es nicht genau verstanden. Was ist die Illusion des Kapitalismus? Also wenn du jetzt meinst, in den kapitalistischen Zentren läuft es ganz gut und in Russland und Indien ist es Probleme, würde ich sagen, das sind ja auch kapitalistische Länder. Und unser Punkt war in der Enquete ja gar nicht zu sagen, es ist der Kapitalismus, sondern wir müssen berücksichtigen, dass es sozusagen kapitalistisch induzierte Machtverhältnisse, Produktionsverhältnisse, Naturverhältnisse gibt. Das war unser Punkt. Wir haben ja nie hier die Fahne des Antikapitalismus gehisst, sondern zu sagen, dein Punkt, den du machst, der ist ganz wichtig. Nullwachstum heißt, biophysikalisch ist der Kram in der Welt. Die Meere sind verschmutzt. Und das überhaupt zu berücksichtigen, das wäre unser Punkt. Mit den Rahmenbedingungen. Ja, ich sage nochmal das Beispiel in Österreich. Was hat die Regierung jetzt getrieben? Eine sozialdemokratische Regierung, also Kern, der sich ja als Modernisierer versteht. Ich finde, ohne Not diese Verfassungsveränderung anzureichen, das finde ich irre. Warum haben Sie nicht den Mut zu sagen, das Urteil 120 Seiten des Bundesverwaltungsgerichts Österreich ist sofort von linken Juristen in Cambridge ins Englische übersetzt worden, weil sie gesagt haben, das ist welthistorisch das Erste, dass es so deutlich begründet wird. Warum sagt ein Kern nicht, ja, ich muss irgendwie mit den Gewerkschaften was machen, mit den Arbeitgebern, aber das ist doch mal super. Das meine ich mit Mut. Also, dass er nicht kapiert, das ist welthistorisch was total Interessantes, was jetzt hier läuft, und dass er das aufgibt. Vor einem Jahr war ich auf dem katholischen Kirchentag in Leipzig auf so einem Großpodium mit Altmaier, Wachstum und Wohlstandsfragen. Und Altmaier fährt sich so über seinen Körper und sagt, ja, mit Wachstum ist bei mir schwierig mit der Wachstumskritik. Aber der Punkt war, ich habe dann gesagt, politische Rahmenbedingungen, in Deutschland müssen Fleischfabriken verboten werden. Das ist ein ethisches Minimum, wenn man überhaupt was machen will. Und dann sagt er mir, na, dann will ich dem alten Mütterchen ihre Schnitzel nicht mehr gönnen. Das ist die Ebene der Diskussion. Ja. Und deshalb, also wir haben ja ganz viele Ansätze von Rahmenbedingungen zu verändern, aber ich würde schon sagen, es hängt am fehlenden Mut, an der Bereitschaft, an einem Fenster mal aufzunehmen, aber da können Sabine und Michael viel mehr erzählen. Ich denke, dass heute ganz viel läuft, oder überhaupt Ansatzpunkte, aber deshalb Stadtthema ist genannt worden, was wir als neuen Munizipalismus bezeichnen. Also, dass die städtische Ebene, dass das eine interessante Kampfebene ist. Nehmen wir eben natürlich jetzt Barcelona, Madrid und anderes. Und dann zum Schluss die Frage mit den Visionen. Michael, ja, wir brauchen umfassende gesellschaftliche Visionen. Aber aus meiner Sicht dürfen sie nicht zu abstrakt sein, sondern sie müssen durchargumentiert werden in den verschiedenen, wir nennen das Versorgungsfelder, ne? Also in dem Bereich Leben, Stadt, Land, Mobilität, Ernährungsweise. Und wie koppeln wir das sozusagen mit einer großen Vision von Gerechtigkeit, von sozusagen zukunftsfähiger, moderne, wie auch immer. Ich sehe keinen Widerspruch, dass du was aufgenommen. Wir brauchen die ganz große Vision versus den Teilbereichen. Aber ich glaube, die Vision entwickelt sich sehr, sehr stark über die Teilbereiche. Und mein Punkt wäre, ich komme ja von der Universität, ich warte auf den nächsten studentischen Streik.
den gab es den letzten in Österreich 2009, also ziemlich lang hin. Als ich noch studiert habe, war der so alle 4-5 Jahre. Also es ist ziemlich lang, dass es 8 Jahre keinen Streik gab. Und was sind nun die vorbereitenden Momente einer Vision, die kann man nicht technisch machen, ne, sondern die müssen in Diskussionen erstellt werden. Wenn jetzt Studierende hoffentlich im Jahr 2018, 2019 wieder mal streiken, weil sie sagen, das Bachelor-System nimmt uns Atemfähigkeit. Wir können gar nicht mehr kritisch denken, wir müssen nur ECTS erfüllen und Prüfung schreiben. Wir können nicht mehr gut studieren. Das wäre ein wahnsinniger Unmut. Das war der Unmut 2009 bei der Audimax-Bewegung in Wien, die ist ja von Wien ausgegangen. Und was wären dann die Punkte, die einer Bewegung mehr gibt, als nur zu sagen, wir wollen jetzt gute Studienbedingungen, sondern wir wollen gute Lebensbedingungen. Wir sind doch eine Zukunftsgeneration, wir wollen jetzt diskutieren, welche Kompetenzen, um nur ein Beispiel zu nennen, welche Kompetenzen werden uns heute vermittelt, als Studierende der Politikwissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft und so weiter, dass wir in 20, 30 Jahren eine gute Gesellschaft machen. Das wären doch Wahnsinnsfragen, die dann visionär werden. Dass die Studierenden sich heute hinsetzen und sagen, ich will nicht neoklassische Volkswirtschaftslehre studieren und ich will nicht der super Fondsmanager werden, das ist immer noch das Leitbild bei den Studis, sondern ich will Zukunftsfähigkeit schaffen. Das wäre die. Und eine ganz kurze Nebenbemerkung zur Zukunftsfähigkeit heißt auch eine kompetente Interventionsfähigkeit in Diskurse. Und ich bin ja vorgestellt worden als Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und mich treibt es ja sehr um, was läuft. Aber ich sage mal im linken Spektrum, was ist jetzt in einer Debatte, die losgeht, das kann Michael wahrscheinlich von uns am besten einschätzen, aber du kriegst es auch mit, die Debatte um Sustainable Development Goals. Die wirkt auf uns sozusagen mit so einer linken Perspektive, ähnlich wie damals nachhaltige Entwicklung, so ein bisschen blutleer. Ja. Aber ich finde schon, dass wir uns da kompetent machen müssen, wird es eine Debatte, wo man jetzt im Konkreten, das sind ja diese 17 Entwicklungsziele, wo man konkret werden muss. Und wie wir uns eine Kompetenz, eine politische Kompetenz aneignen, um so in einer Debatte, die aus meiner Sicht wichtig bleiben wird, auch wenn sie sehr sozusagen liberal und mainstreamig ist, wie wir da gut intervenieren können. Das wäre so ein Punkt auch von Zukunftsfähigkeit als Interventionsfähigkeit. Bloß noch ein Mikro jetzt hier. Michael, du hattest dich jetzt gerade noch mal zu Wort gemeldet beim Stichwort Visionen. Wie geht's weiter? Das würde ich dich noch bitten, dazu was zu sagen. Also ich glaube schon, dass in unserer Gesellschaft, und jetzt sage ich das mal als ein Vertreter der Umweltbewegung, wir erreichen die ja noch am meisten bei der Mobilisierung von Großdemonstrationen, dass also sehr viel mehr Bereitschaft da ist, sich politisch zu organisieren, dass das aber nicht verbunden wird mit den traditionellen Organisationen. Es gibt im Augenblick eine, wie ich finde, Kernfrage, die mich auch sehr bewegt. Ist der Widerstand eher ein individueller oder individualistischer Widerstand oder wird er zu einer Bewegung, die organisiert ist? Das ist völlig offen. Völlig offen. Und ich befürchte beispielsweise, wenn man sagt, die Umweltbewegung, die muss ich erstmal begreifen, dass es auch eine soziale Frage ist, dass man da so etwas nicht mit hinbekommt. Sondern worum es geht, ist aus meiner Sicht, wir müssen 4 strategische Fragen verstehen. Erstens, wir müssen einzelne Themen des Unbehagens in gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen. Politik heißt immer Zusammenhänge verstehen, sonst findet eigentlich Politik nicht statt. Zweitens, wir brauchen ein Geschichtsbewusstsein. Das ist übrigens ein ganz zentrales Problem. Wenn ich mir mal angucke, was in den letzten 3 Jahren zum Thema Erster Weltkrieg in Deutschland stattgefunden hat, will ich gar nicht klein machen, was bei einzelnen Bildungseinrichtungen oder so passiert ist. Aber dass beispielsweise hier in Deutschland die Kriegsschuldfrage wieder hochgekommen ist, also ich finde das einen solchen Skandal. Also ein Geschichtsbewusstsein braucht man als Zweites dazu. Drittens, man braucht ein Wertverständnis. Also man muss wissen, für welche Ziele, für welche Werte man steht. Ne? Und viertens, man muss aus meiner Sicht eine Theorie des politischen Konflikts haben. Ne? Also man muss sozusagen vor diesem Hintergrund Punkte finden, die eine strategische Bedeutung haben, die nicht nur Einzelpunkte sind, sondern strategische Bedeutung bekommen. Und wenn ich das sehe, dann wird es darauf ankommen, aus meiner Sicht vor allem so Punkte wie das Erkennen der Endlichkeit als Ausgangspunkt für ein neues Verständnis von Entwicklung zu haben. Ne? Das ist was anderes als bisher. Bisher haben wir Entwicklung gehabt und haben damit dann auch gleichzeitig Probleme korrigiert. Jetzt müssen wir eigentlich davon ausgehen,
wie können wir bestimmte Probleme gar nicht erst entstehen lassen? Das ist die Kernidee der Nachhaltigkeit. Da ist die Linke auch mit dran schuld, dass wir das zu einem Plastikwort haben verkommen lassen, anstatt politisch richtig zu füllen. Eins der zentralen Probleme, finde ich. Wir müssen zweitens historische Zusammenhänge, also Soziales, Ökologie und Demokratie bündeln. Wir müssen gucken, wo finden wir Felder, wo das möglich wird. Deshalb auch Stadt. In der Stadt kannst du alle drei Felder miteinander verbinden. Da geht es mir also, wie gesagt, nicht um ein Café an der Ecke, so wichtig das ist, sondern es geht um eine Strategie, wie die Kultur einer Stadt aussieht. Also beispielsweise, ich bin der Vorsitzende einer Organisation, wir möchten mit einer bestimmten sozial-ökologischen Kultur überzeugen. Ich will nicht einfach nur überzeugen, weil ich sage, weg mit oder beende das, sondern ich will eine sozial-ökologische Kultur haben, die Leute attraktiv finden und wissen, dass das gibt ihnen in der Zukunft Schutz, Sicherheit, Perspektive und so weiter. Und das ist eben mehr als das, was wir heute bieten. Unser Problem ist heute, ist auch gar keine Schwierigkeit, die Verhältnisse zu kritisieren. Das ist, ja mein Gott, das kann selbst die Bild-Zeitung in der Zwischenzeit, wenn auch miserabel. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie sieht was aus, wo ich sage, da entsteht eine kulturelle Hegemonie für ein Modell der Zukunft. Ne? Zeig das doch mal auf für die Natur. Ja, das tun wir ja. Wir haben ja jetzt auch so ein Manifest dazu entwickelt, wie wir das weiterentwickeln wollen. Wir haben ja auch jetzt, du kennst das ja auch, das Memorandum da gemacht für eine andere Ökonomie. Das machen wir ja alles. Aber es ist einfach zu wenig. In den Parteien passiert zu wenig. Entschuldigung, wenn ich das mal sage. Auch gegenüber allen Parteien, die ich im Bundestag erlebe. Da gibt es einzelne, die finde ich prima, aber einzelne Personen, ne? Aber die Grundstruktur aller Parteien ist sozusagen, wir bewahren das produktivistische Erbe des Industrielandes Deutschland. Das ist im Grunde genommen die Grundstruktur bei allen. Da gibt es keine Ausnahme. Und das ist eben nicht die Zukunft. Das ist das Problem. Ja? Gut, ich sehe jetzt noch eine Frage, weil dann würden wir so langsam zumindest bei diesem Teil beenden. Dann besteht noch die Möglichkeit, ich glaube, ihr bleibt noch ein bisschen, du sowieso... Du musst weg, also zumindest dann in der Pause auch nochmal so 4-Augen-Gespräche oder 6-Augen oder wie viele Augen auch immer Gespräche zu machen. Aber die eine Frage würden wir noch. Ja, Markus Wissen ist mein Name, zu Michael Müllers letzter Wortmeldung. Also Sie sagten, dass es darum geht, strategische Einsatzpunkte zu finden und blieben dann, wie ich finde, sehr, sehr abstrakt. Also ein Bewusstsein der Endlichkeit vermitteln, die Stadt als soziokulturellen Raum wahrzunehmen. Und gleichzeitig sagen Sie, nach wie vor besteht in Deutschland eine ganz starke produktivistische Grundhaltung. Nun hat Sabine Leidig einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Lasst uns die Vergesellschaftung der Autoindustrie fordern. Das ist ein total guter Vorschlag meines Erachtens, weil er an einem ganz konkreten Problem ansetzt. Er setzt gerade an dieser produktivistischen Grundhaltung an und versucht eben, die ökologische und die soziale Frage, die Sie ja auch miteinander verbinden wollen, miteinander zu verbinden. Das geht meines Erachtens viel weiter als das, was Sie vorgeschlagen haben. Es geht auch viel weiter über das hinaus, was Sie in der Erklärung für eine sozial-ökologische Ökonomie gefordert haben. Ich finde, da drücken Sie sich um die entscheidenden Probleme herum und die liegen in der Eigentumsfrage. Ja, also nur behaupte ich, wenn das Land Niedersachsen über VW bestimmt, sähe es nicht anders aus. Also das halte ich nur wirklich für eine Illusion. Das ist ja noch keine inhaltliche Antwort auf das Problem. Es geht mir um die inhaltliche Antwort primär. Also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als die öffentliche Hand die Mehrheit bei VW hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich habe nicht in Erinnerung, dass das da anders war. Im Gegenteil, da sind manche Probleme geschaffen worden, mit denen wir es heute zu tun haben. Ich will aber gerne was sagen zu dem Thema Verkehr. Das Thema Verkehr bewegt mich sehr. Weil in Wahrheit ist die Auseinandersetzung, die wir bei VW erleben, nicht die Auseinandersetzung um Feinstaub. Das ist eigentlich das Medium, um was es geht. Es ist in Wahrheit die Auseinandersetzung, ob Autos ausgerichtet sein müssen auf Geschwindigkeit, auf totale Funktionalität etc. Wenn man also sozusagen es richtig gemacht hätte, das war ja damals der Ansatzpunkt, wir wollten eine Flottenverbrauchsregelung, das war der Punkt. Und dadurch hat Bosch in Kooperation vor allem mit Audi und VW die Diesel-Einspritztechnik entwickelt, die die Feinstaubbelastung hervorruft. Das war damals der Ausweg,
um nicht zu einer Flottenverbrauchsregelung zu kommen. Und das ist damals auch von Niedersachsen und allen politischen Vertretern voll unterstützt worden. Es ist nicht die Idee gekommen, wir müssen stattdessen mal sagen, wir machen eine Alternative. Und genau dasselbe war beispielsweise bei der Ökosteuer. Ich habe alleine gestanden, als ich gesagt habe, ich will einen Teil des Aufkommens der Ökosteuer für den Ausbau des ÖPNVs. Wo waren denn da die großen Kämpfer? Ich habe keinen gesehen. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Gut, ich würde sagen, wir setzen hier einen Punkt. Ich mache auch gar nicht erst den Versuch, hier die Diskussion zusammenzufassen. Ich fand es trotz allem eine spannende Debatte, die wir fortsetzen sollten. Was wir brauchen, ja, sind Visionen. Darüber haben wir gesprochen. Wir brauchen Räume, völlig richtig. Wir brauchen Räume für Diskurs. Da kann ich nur sagen, da biete ich die Rosa-Luxemburg-Stiftung an mit Workshops, die wir machen und allem, was tatsächlich stattfindet. Oder die Konferenz, die wir beispielsweise tatsächlich im Januar gemacht haben, die genau diesen Charakter hatte, eben mit Workshops, aber eben auch Podiumsdiskussionen braucht man vielleicht auch, um so ein Stück weit sozusagen Input zu bekommen, wie auch immer, also in unterschiedlichen Formen biete ich weiter den Diskurs an. Ich glaube, wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir auch Lust machen an so einem Diskurs, wie wir auch Lust machen, tatsächlich darüber nachzudenken, was sind denn unsere Vorstellungen über die Zukunft, was ist denn zukunftsfähig an dem, was wir auch an gesellschaftlichen Alternativen entwickeln. Ich glaube, da ist ein bisschen was da. Es ist zu wenig und es ist vor allen Dingen viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein. Dazu sollten wir alle beitragen und Sie hoffentlich auch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie da sind natürlich noch. Es gibt jetzt so ein bisschen was da an, ich habe Obst gesehen, das ist immer wunderschön. Bedanke mich ausdrücklich bei unserem Team hier, das die Veranstaltung vorbereitet hat und dass wirklich alles läuft. Also ganz herzlichen Dank an euch. Bedanke mich natürlich insbesondere hier bei denen, die auf dem Podium gesessen haben und die durchaus auch streitbar mit uns diskutiert haben. Das sollte auch eine Diskussion sein. Also ganz herzlich, fangen wir jetzt hier an. Ganz herzlichen Dank, Michael Müller, dafür, dass du hier warst. Ganz herzlichen Dank an Sabine Leidig. Viel Kraft für die nächsten Wochen, Monate, die vor dir liegen. Und ganz herzlichen Dank auch an Uli Brandt. Und natürlich an Sie alle und einen schönen Abend und verweise nochmal darauf, dass wir ab 19 Uhr dann das Buch Imperiale Lebensweise von den beiden Markus Wissen und von Uli Brandt, dass wir das dann hier vorstellen. Da werden wir, glaube ich, die Diskussion auch nochmal fortsetzen können. Also ganz herzlichen Dank an Sie alle.